Es Okay, gibt ja, kein. es kann losgehen, der Big Mangin. Bitte den Stream stumm schalten und dann ab geht's, ab geht's. Moin, André XXL, grüß dich, mein Lieber. Hallo an alle Irren hier im Stream. Ja. Okay, es geht los. E4, D6. E4, D6. Pirk. Oder was auch immer. Mal schauen. Oder er denkt jetzt schon lange nach hier, ne? Nimmt sich seine Zeit, ne? Entwickelt einen Springer, Zentrum besetzen, wollte er noch nicht. Egal. Bauer ist angegriffen. Sollte man decken mit Springer C3 oder sowas? Gut, jetzt kann er auch Sizilianisch spielen. Nein, Macht er C6. nicht. Er hat was anderes vor. So, D4 ist hier logisch das Zentrum besetzen, ne? Mit einem zweiten Bauern. Das ist. Macht er auch, sehr schön. Dame A5, hey. Das hat ihm jemand gezeigt, offensichtlich, weil Auf jeden Fall, er hat sich intensiv vorbereitet. Dame raus droht. Springer schlägt E4, weil der Springer gefesselt ist. Das heißt, Weiß sollte hier Läufer D3 ziehen oder Läufer D2. Ja, ist interessant, dass er auf diesem Niveau so eine Eröffnung spielt. Ja, Läufer D2 ist vernünftig. Droht erstmal nichts. Dame C7 zurück. Schwarz hatte Angst. Ah, Vor Abzügen. Big Mangini hier. Ich frage mich ja immer, wer ist dieser Mangini, ne? Das frage ich mich jedes Mal. Ja, das steht sogar auf seinem Account. Das ist der Jerka Möller. Nee, nee, nee. Also, ist Ach mir schon so. klar, wie er heißt. Mangini, Mangini. Aber. Hört sich an wie irgend so ein Zauberer aus Tausend und eine Nacht oder Ja, das so. denke ich auch immer. Houdini, Mangini, Irgendwie klingt alles sowas. so ähnlich. Nochmal Frage an meine Zuschauer hier ganz kurz. Ich habe jetzt geändert zu Low Latency und jetzt sind wir bei 8 Sekunden. Ich kann beim nächsten Stream auch Ultra Low Latency machen, ne? Max Klax, du kennst dich doch damit aus. Ultra Low Latency ist noch besser, noch weniger Latenz, Verzögerung. Weil bei YouTube ist ja immer das bekannte Problem mit der Verzögerung, aber scheinbar in diesem Stream schon deutlich besser. So, sieht sehr vernünftig aus bisher, was die beiden machen, finde ich. Ja, Weiß hat gut reagiert, aber deutlich weniger Zeit. Er nimmt, das ist gut. Er löst die Fesselung auf. Ich denke, man sollte Ja. immer die Fesselung aufrechterhalten, weil jetzt steht Weiß natürlich sehr angenehm, besser entwickelt. Gut, ist aber jetzt nicht viel los. Symmetrische Bauernstruktur, sehr solide Stellung für Schwarz. Naja, gucken wir mal. Henry Mancini, was soll das sein? Keine Ahnung. Grüß dich, David. Läufer G5, ja, verbessert den Läufer. Der ruht aber nichts. H6, er nimmt direkt raus. Beide geben ihre Läufer sehr leichtfertig ab. Gefällt mir jetzt nicht so gut, aber gut. Ja. Schwarz hat noch nicht die Entwicklung abgeschlossen. Das macht mir ein bisschen Sorge, aber kann das Weiß nutzen, diese Zeit? Läufer E7 jetzt sehr solide. Läufer C5 hätte man auch spielen können, ein bisschen aktiver hier. Naja, ein schönes Manöver, aber das ist eher profimäßig. Ist Springer E2, G3, Springer F5. Ein schönes Feld auf E5 für den Springer. Das ist schwierig auf diesem Niveau. Ich denke, das Ja wird nicht gut, so. und wenn der Springer auf G3 auftaucht, mache ich G6 und dann frage ich dich auch, was hast du jetzt Ja, dann habe gemacht? ich dir eine Schwächung aber vorgerufen. Ist so. Naja, also, na gut, also, naja. Ja, aber das Manöver ist logisch, den Springer nach G3 zu bringen. Das ist, du hast, also es stimmt auf jeden Fall, der Springer, was macht man mit dem, ne? Es ist nicht so leicht, den hier auf sinnvolle Felder zu bringen. A4 gefällt mir gut. Ja. Schwarz sollte A6 spielen. Bäh, da ist das Ding! Das ist das Ding. Robert, danke dir für die Unterstützung. Jetzt neues Mitglied. Danke dir. B4 gefällt mir überhaupt nicht. Schwächt zu sehr die weißen Felder. Phil Scipio, danke für den Sub. Und angeblich ist die Dingens durch. Die Wette habe ich nicht mitbekommen, sorry. Die Mods werden das schon machen, ne? Vor jeder Partie. So, B4, der Springer ist angegriffen. Jetzt wird er im Prinzip dazu gedrängt, nach E2 zu gehen und danach E2 und dann G3, ne? Ja, B4 ist nicht so schön, weil Weiß das Feld C4 auch bekommt. Aber das ist ja so eine strategische Stellung eigentlich eher. Also mit den Bauern kann man wenig machen. Das heißt, man muss mit den Figuren hier was machen, ne? Springer G3 ist eine Idee, mit der Idee Springer G5.
Bam! Da ist das Ding! Gucken, ob G6 kommt von Schwarz. Aber trotzdem. Ja, C3. Ja, bin mir nicht sicher. C3 öffnet die B-Linie, wenn Schwarz nimmt. Das gefällt mir nicht so gut. Vor allen Dingen, was will er mit dem Springer wieder auf C3? Der hat von dort keine Zukunft. Nee, C3 gefällt mir auch nicht. Nee. Obwohl die weiße Struktur jetzt theoretisch ein bisschen besser ist, aber du hast angesprochen, dieses Gegenspiel über die B-Linie. Turm B8 jetzt gewinnt schon einen Bauern, wenn ich das. Ja, fast. Fast, aber es wird ja sehr wackelig. Und ich möchte ja mich einmal bei Maxi bedanken. Maxi, der jetzt auch Mitglied geworden ist. Vielen Dank an Maxi. Grüße ihn raus. So, Läufer B4, okay. Big Man Genie sehr schnell unterwegs ja, hier, ja, ne? Ja, 2,5 ja. Minuten Zeitunterschied. Wow. Das ist viel Zeitunterschied. Bei Schachvereinen gibt es keine Ablösesumme. Strana Nuna. Jeder Spieler kann im Prinzip gehen, wohin er will. Springer Springer A2. A2. Interessant. Greift den Läufer an. Vielleicht übersieht es Schwarz. Mal gucken. Ja, probieren kann man es. Läufer A5, okay. Und da muss man sich fragen, was macht jetzt der Springer auf A2? Der steht da auch nicht besser als auf C3, im Gegenteil. Aber nach wie vor ausgeglichenes Material. Alles drin für beide Seiten. Wobei, wenn Big Man Genie hier seine Zeit jetzt gut nutzt, dann muss er natürlich ganz klar Favorit sein. Wiederum Turm B8. Sehr vernünftige Idee, hier Druck zu machen auf der B-Linie gegen den Läufer und den Bauern. Er geht wieder zurück, ne? Ja, Turm B8 ist ein Problem hier. Mal gucken, ob Big Man Genie das sieht. Weiß es. Nimmt er wieder gut, tauscht die Türme, das ist okay. Kann Weiß man machen, muss. muss man aber nicht. Er tauscht jetzt alles ab, so. Es gibt ein kleines Problem ja auch, weil der E4 angegriffen ist. Der Bauer E4, Weiß greift gar nichts an, so. Gibt jetzt die D-Linie ab. Läufer C3 ist immer in der Pipeline, damit die 2. Also Schwarz hat hier Vorteil, zeitlich Ja. und ich sagen auch. Ja, ist leichter zu spielen. Gerade der Bau auf C6 ist so wichtig, weil er das Feld D5 kontrolliert und damit den Springer aus dem Spiel nimmt. Und Dame D4 ist jetzt eine Idee, hier die Dame zu aktivieren oder Dame B8. Ja, es gibt Schwächen in der weißen Stellung und es ist und nicht wenig Zeit, angenehm. Wenig Zeit. Ne? Also, dass die Zeit hier ist ein großes Problem. Weiß ist sehr, sehr langsam. Dame E3 ist gut. Deckt die Felder D4, D2, damit die schwarze Dame nicht reinkommt. Schwarz hat natürlich Möglichkeiten wie Läufer B6. Ja, jetzt kann aber die Dame nach E2 zurück. Komm, mach mal Dame E2, ohne groß nachzudenken. Die Dame hat nicht viele Felder. Dame E2 ist super logisch. Ich sehe da schon einige. Ja, witzig. Also E2, E1, G3, F3. F3, G3, C1. Dann geht es wieder zurück, wo sie herkam. Dame E2 ist extrem logisch. Weiß zieht sehr, sehr langsam. Ja, man darf natürlich nicht die Dame reinlassen nach D2, wollte ich gerade sagen. Jetzt kommt die Dame hier fett rein nach D2. Das wäre sehr unangenehm für Weiß. Dame ja, E2. Ja, Dame D4 auch nicht schlecht. Ja, jetzt, aber Dame D2 hätte mir noch besser gefallen. Also das ist hier eigentlich im Prinzip im höheren Sinne verloren, weil keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr. Ja, bei der Zeit, also ist das Rotspringer, stimmt, das ist Rotspringer E4, er muss Dame F3 spielen. Dame G6 ist eine Idee, aber das ist zu schwierig auf diesem Niveau. Dame E3, er stellt einen Bauern ein, Dame E3 nimmt raus, Läufer E3, das ist ein Bauer weg. Dame B4 ist sogar noch stärker, gewinnt die Figur, oder? Stimmt. Stimmt, Dame B4 ist es sogar, ja. Ja, Dame E3 war unlogisch, aber also ist erstaunlich, wie viel schneller Schwarz gespielt hat. Ui, er findet ihn, der Big Man Genie. The Big Man Genie. Naja, the Big Zweifel kommen ja auf irgendwie so, bei der Schnelligkeit und bei den Zügen die ganze Zeit. Naja, also ich meine. Ja, das war eine. Das war irgendwie 500 Punkte Unterschied, habe ich eine Ahnung gehabt. Nicht irgendwie gleiche Stärke, aber was soll's. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der Big Man Genie, ich glaube, das könnte gut und gerne das erste Mal sein, dass er in einem Sub-Battle gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist es schiefgelaufen für Weiß? C3 hat uns nicht gefallen, ne? Das hat unnötig die weiße Steuerung geschwächt. Ansonsten war das sehr fest. Und dann wurde das Spiel leichter für Schwarz. War Schwarz einfach unfassbar viel schneller, ne? Ja, das, gut, klar, also wenn, ja, also, ich habe jetzt nur über die Stellung gesprochen.
Und ansonsten natürlich das Zeitmanagement von Weiß kann verbessert werden. Ja, die Stellung war wahrscheinlich ausgeglichen an der Stelle, wo Läufer B6 kommt. Dame E2 muss man machen, Felder decken hier. Ja, das ist schon lästig, die Stellung. Obwohl nicht so viele Figuren auf dem Brett sind, aber Schwarz hat Druck mit auf den schwarzen Feldern. Dame E2, Dame D4. Ah, er sagt, er hat schon einmal gewonnen. Er sagt, Jiha! Okay, alles klar. Ja, damit geht Team Huschi in Führung. Sehr schön. Und wollen wir zur nächsten Partie? Ja. Alles klar, denn R-Buckes oder Buck S gegen Binora. Ja, Backes, glaube ich, ne? Ja, du bist ja der Meister der Namen. Geht so. Du weißt, wie man jeden Namen ausspricht, oder? Nein, das weiß ich nicht. Also chinesische Namen, chinesische und kasachische Namen habe ich, glaube ich, auch Probleme. Oder Alles klar. mongolische. Okay, die beiden haben sich gepaart. Es kann also losgehen. Bitte den Stream stumm schalten und ab geht die Post. Ja, hautot, hautot, ja, den kriege ich hin. Hautot. So, Erbakis hat aber auch noch nicht gespielt, oder? Binora hingegen Veteran. Oder Veteranin, Nee, muss ich Backes hat sagen. auch schon häufiger gespielt. Ach echt, aber nicht gegen uns. Ich würde mich in Oh, die das weiß ich nicht mehr, du. so viele Subbattles, wie du machst. Ja, gut, aber Roland, ich sage mal Roland, aber ich weiß gar nicht, ob der Roland heißt. Der heißt Roland, ja. Woher weißt du das? Ja, was soll denn das sonst sein? Ralf? Rolf? Nein. Ringo? Was weiß ich? Stimmt, Ringo könnte es auch sein, ja, das stimmt. Könnte alles möglich sein. Guck mal, der Ringo spielt auch D6. Aber Ja, aber Binora ich glaube reagiert trotzdem, dass er extrem Roland schnell. heißt. Rainer, Ronny? Oder Rudolf, also Ja. entweder Roland oder Rudolf, würde ich sagen. So, das ist ja aber jetzt mal ein richtiger Puck, ne? Ja, aber D3 von Weiß, ne? Nicht D4. Ein bisschen Das ist ein zurückhalten. sanfter Puck von Weiß, kann man sagen. Er Backes ist auch eine Frau, sagt jemand. Woher weißt du das? Thrill X. Regina. Könnte Regina oder Ramona sein, ja klar. Rübezahl, den Namen gibt es, glaube ich, nicht als Vornamen. Oder? Rübesam, bitte? Rübezahl, Rübezahl. Rübezahn. Zahl, Zahl. Okay. Hast schon mal gehört oder nicht? Rübezahl, bitte? Rübezahl, ja, klar. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext Rübezahl, aber Rübezahl ist, gibt es auch irgendwelchen. Leute, klärt uns mal auf, wo kommt Rübezahl her? Ihr habt eine deutsche Kindergeschichte, Märchen, keine Ahnung. Roswitha, Ronja, ja. Rapunzel. Ah, Rapunzel Backes. Ja, das So, passt natürlich. hier Springer E5 möglich, eventuell das Läuferpaar hier. Das wäre auf jeden Fall am besten. Behaupte ich jetzt mal. Halbieren. Auch hier wieder Schwarz deutlich schneller unterwegs. Mal gucken. Ja, deutlich ist übertrieben, aber etwas Zeitvorteil. Der wird jetzt ein bisschen negiert, weil er jetzt nachdenkt. Deutsche Sage: Rübezahl aus dem Riesengebirge. Riesengebirge. Springer D7. Möchte Warum? mit dem anderen Springer nach Ja, E5. weiß Ja, auch ein nicht. bisschen die schwarzen Felder besetzen, gefällt mir auch ganz gut. Vom Ansatz her. Hier, schwarze Kontrolle. Schwarze Eventuell Feldkontrolle. ja, Springer D4 vielleicht, aber Springer E5 war eigentlich schon gut. Ja. Weil der Läufer C4 ist eine sehr starke Figur in dieser Stellung. Ja, ist ein bisschen schematisch, Springer D7. Das hat er bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Er oder sie, möchte ich sagen. Jetzt A3. Hoi. Hoi! Jetzt kann Schwarz einen Triple bauen machen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es ist zumindest lustig. Ja, Springer E5 würde ich jetzt machen. Ne? Den Läufer hier auf jeden Fall cachen. Ja, und dann kannst du auch den Springer cashen, dann machst du einen Triple bauen. Ja. Aber gut, muss man auch nicht. Der Läufer auf G7 ist auch eine gute Figur. So ein bisschen die Frage, ob sich das lohnt, die Struktur so zu schwächen von Weiß. Vielleicht. Also ein Triple bau ist schon schlecht, muss man Ja. ja sagen. Insofern kann man machen. Riesengebirge, schlafender Riese gleich Rübezahl. Alles klar. Rübezahl Alm gibt es auch. Rübezahl ist ein Dämon. Rübezahl ist alles. Okay. Weiß ich Bescheid. Ein Waldgeist. Okay. Ja, da haben wir ja hier ein Fass aufgemacht. Georgis. Ja, mit Erbakis, von dem wir nicht, von dem oder von der wir nicht wissen, wie sie heißt. Aber Na wie er doch. heißt. Roland. Du bestehst auf Roland, obwohl wir es nicht wissen. Du hast das Ja, reingebracht. ich habe mal Roland gesagt, aber ich weiß eigentlich gar nicht.
Ja, jetzt kann Schwarz schon auf C4 schlagen, auf C3 schlagen und Springer E5 spielen und den Bauern auf C4 gewinnen. Wie schnell du rechnest, du bist richtig in Form, Niklas. Also es waren jetzt zwei Schlagzüge und dann noch ein Zug, ne? Ich meine. Trotzdem, ich rechne noch gar nicht hier. Also es gewinnt auch kein Bauern, weil weiß C5 war. Siehst du mal, wenn ich so schnell rechne, E5 gefällt mir absolut gar nicht. Das verstellt den Läufer auf G7. Der hat dich schön auf der Diagonale gestrahlt. Das Feld D5 wird geschwächt. Jetzt steht Weiß vielleicht, obwohl, wenn man mit F5 spielt, könnte es wieder umgehen. Aber E5 auf den ersten Blick hat es mir nicht gefallen. Wenn Schwarz F5 spielt, ja, vielleicht, vielleicht. Ja, F5 ist auf jeden Fall hier ein Kandidat. Springer D4 ist ein Kandidat, aber dann gibt man seinen schönen Springer ab, da bin ich mir nicht sicher. F5 eventuell mit dem. Und ja, den Gegner vor Problemen stellen, Fragen stellen. Ja, aber der wird getauscht. Das ist, Ja, aber auch, glaube ich, nicht so verkehrt, um ehrlich zu sein. Man kann immer Nö. noch F5 folgen lassen. Weiß kann auch Dame D1 spielen. Vielleicht ist das sogar ein besserer Zug, weil ich habe das Gefühl, Läufer schlägt D4, es öffnet wieder mehr den Läufer. Vielleicht Dame D1 und dann. Ja, Schwarz spielt F5. Schwarz ist schnell mit dem Spiel hier. Also, insofern Ja, hat mal hier Schwarz, glaube ich, gucken, ob er sich traut. ausreichende Ob er sich traut, F5 zu spielen. Möglichkeiten. E schlägt D4. Springer D5. Da hätte ich ein bisschen Sorge um den Springer, aber gut, hat noch genügend Felder. Hat F4, ne? B4. C6 sieht sehr logisch aus, den Springer vertreiben. Also C6 muss früher oder später sowieso kommen, weil der Springer steht zu gut auf D5. Ja, macht er direkt, ist auch okay. Ja, vernünftige Partie bisher, vernünftige Absolut, absolut. Züge. Jetzt denke ich, dass Niklas Vorschlag F5 stark ist, die F-Linie öffnen für den Aber kommt Turm. Springer E6 noch? Oh, wow. Mist, dann doch zuerst Erstmal die Brille nachdenken. zurechtrücken, oder? Ja, erstmal überhaupt mal nachdenken und nicht immer einfach Züge sagen. Nur. Ich rechne gar Naja. nicht bisher. Gut, Dame D7. Schach ist ja auch viel Gefühl. Dame D7 und dann Turm E8. Wen wirst du hier bevorzugen, weiß oder schwarz? Ja, Dame B6, glaube, ich interessanter würde lieber mit Zug. Schwarz spielen. Ja, der B-Bauer kann nicht gut ziehen wegen D3. Stellt jetzt ein bisschen die Frage, wie der verteidigt wird. Muss wohl Turm B1 kommen. Dame B6 gefällt mir sehr gut. B3, das ist jetzt die Einladung für Schwarz, den Läufer wieder voll und ganz zu öffnen mit diesem feinen Bauernzug. Macht er auch direkt. Schön. Turm Aber C1, ja. kein Zug, den man gerne macht, war wohl aber Pflicht, um den Bauern auf C2 zu verteidigen. Läufer B2 hätte man drüber nachdenken können, aber nee, dann kommt Turm Kommt B1. ja Das ein ist schon Sprung alles da. richtig. Das ist richtig, ja. Der Läufer steht jetzt aber natürlich, ist ein Strahlemann. Ne? Das ist ein Strahlemann. Auf der anderen Ja. Seite, wenn Weiß es schafft, sich hier zu konsolidieren, vielleicht den D6-Bauern aufs Korn zu nehmen, mal sehen, mal sehen. Ja, Schwarz sollte endlich mal die Türme ins Spiel bringen. Turm E8, den E4 attackieren, den anderen Turm nach D8 vielleicht oder Verdoppelung auf der E-Linie, solche Ideen. Auf jeden Fall die Türme mitspielen lassen, weil die sind passiv auf F8 und A8. Genau, die spielen noch nicht mit. Die wollen auf die offenen oder beziehungsweise halboffenen Linien. Mir Also gefällt Turm es nicht, E8. dass Schwarz jetzt wieder deutlich langsamer ist als Weiß. Ich glaube, häufig in solchen Situationen ist das Problem, dass nach irgendwas Besonderem gesucht wird, was nicht nötig ist, weil man muss einfach nur stinknormale Züge machen, indem man seine Figuren verbessert. Häufig gibt es nichts Konkretes, ne, wonach man sucht. Ja, also hier Türme in die Mitte ist erstmal nicht verkehrt. Die Zeit wird man auf jeden Fall noch brauchen, wenn es dann konkreter wird, wenn es darum geht zu rechnen. Insofern, ja, ist Erbakis gut beraten, ein bisschen zügiger zu spielen. Turm D1 von Binoir, sehr logisch. Hier, das ist die Schwäche in der schwarzen Stellung, der Bauer auf D6. Den muss Schwarz verteidigen, vor allem wenn Weiß die Bauern verdoppelt und F5 sollte jetzt ein Fehler sein, wegen dieser Ja, Gabel. Moment, nee, Moment. F schlägt E4. Aber ich muss nicht schlagen auf E4. Ich kann die Dame Ja. nach E2 ziehen. Schwarz hat jetzt wahrscheinlich eine Qualität eingestellt, leider.
Ja, das war natürlich jetzt so ein bisschen, dieses Turm FE8 lag in der Luft, hätte er machen müssen. Zu spät, dass er 5. F5 ging, ging eigentlich nie so lange. Hä? Okay, das geht nicht. Jetzt sollte man F schlägt D4 machen, Oh, so würde ich jetzt sagen. stellt er zu viel ein. Leider hängt der F5 auch noch. Vor allen Dingen, Ja, er es wird spielt direkt der jetzt. König geöffnet. Das ist jetzt innerhalb von wenigen Zügen die Stellung komplett vor die Hunde gegangen. Da hat dann Erbakis, vor allem wenn man so einen verpflichtenden Zug spielt wie F5, wo es direkt Spannung kommt im Zentrum, da sollte man es wirklich nochmal genau prüfen. Und da hat Schwarz diese Gabel übersehen. Und das ist jetzt einfach eine Gewinnstellung für Weiß. Nicht nur eine Qualität mehr, sondern auch ein Bauern gleich mehr plus schwacher König. Turm E2, pragmatischer Ansatz. Ja. Türme tauschen, aber sprach nichts dagegen, den Bauern auf F5 einzusammeln. Jetzt hängt, ja, der Turm muss getauscht werden, aber hier ist das Problem, der König ist sehr, ja, nehmen wir hier noch einen Bauern, aber ja, wieso nicht? Komm, wenigstens, wenn wir schon schlecht stehen, dann nehmen wir noch einen Genau, das Bauern. muss der Versuch sein. Das muss Ja, der beste ja, Versuch ja. Hat er sein. gut gesehen oder sie? Warum sagen wir jetzt die ganze Zeit er, sie, wir wissen nicht, wir sagen sowieso immer er bei jedem Spieler. Irgendjemand im Chat meinte, dass Okay, Schwarz was? Ja, eine ja, ja. Dame ist. Turm D3 wäre jetzt ein guter Zug. Ah, oder? Turm D3. Uiuiui. Ja. Was ich, worauf ich hoffe, ist Dame E6 Schach, König G7 und dann Dame schlicht F5 und Weiß vergisst, dass der Turm auf D1 hängt. Dann könnte Was du Schwarz für schon gewinnen. primitive Hoffnungen hier hast. Ja, das ist ja, das ist nicht ungewöhnlich auf diesem Niveau. Das ist nicht ungewöhnlich, dass du primitive Hoffnungen hast? Auf diesem Niveau ist das nicht ungewöhnlich. So, ja, guten Abend, Klaus, mein Lieber, grüß dich. Jetzt letztlich Turm D3 macht. Oh je, also. Nein! Uiuiui! Eieieiei! Uiuiuiuiuiui! Aber Da hat ich. Erbakis aber nicht lange gezögert und den Köder geschluckt, den Bauern auf C4. Die Taktik, Freunde, immer wieder entscheidend Auch zu bei so schnell, vielen ne? Partien. Viel zu schnell plötzlich gezogen. Der Turm D3, muss ich sagen, hat mich überrascht von Weiß, weil es eigentlich auf den ersten Blick damit den Bauern einstellt und Tja, das hat Binora erkannt und verwirklicht. ich hoffe es. Nein, das Matt! Dame E8, Matt. Ah. Naja, so schnell wie Binora Turm G3 gespielt hat, war das schon geplant. Also, es war jetzt kein Zufall. Okay, ich glaube, das ist gelaufen. Jo. Mit so wenig Material kann nicht mehr viel passieren. Ja, das wird Roland nicht halten können. Turm G5 sehr präzise hier. Turm F5. Läufer H6. Die letzten Zuckungen. Das Matt wird kommen. Schönen guten Abend, Ralf und Klaus Kusserow. Grüß dich. Stellt die Dame ein, Was aber ist jetzt passiert? hätte die Dame eingestellt, den Läufer war. Gucke ich einmal nicht hin. Da Aber ist die ist Dame weg. König H2. trotzdem Haus hoch Jetzt geht die Partie gewonnen. hier noch weiter, oder wie? Uiuiui. Unglaublich spannend noch. Bitte? Rapunzel gibt nicht auf, wird gesagt. Ja, es ist immer noch Haus hoch gewonnen. Es ist Matt in 3, Turm F6, König H3, G4. Na gut. Na Jetzt gut. übertreibt man nicht, ey. Alter Lachs. Was denn? Ja, ist gut. Es war Matt in 3. Oh, die Ja, Bauern. bis Jetzt habe ich, vier. also langsam kriege ich es mit der Angst zu tun. Ich bin ganz ehrlich. Ah, okay, der Habauer, der läuft auch relativ schnell zum Glück. Komm, Binor, lass dir nicht den Schinken vom Teller nehmen hier. Den Bauer. Nee, nicht Turm C7 rum. Hä? Ja, kann man machen, aber warum? Was? Zieh doch einfach mit dem Bauern durch! Was machst du denn? Jetzt Bam, zieh da ist durch, das gefälligst! Ding. Ja, mach dir ja keine Sorge. Ich mache mir große Sorgen. Okay, ich glaube, ja, doch, jetzt. So langsam kann man sich entspannen hier. So langsam. Jetzt kann ich mich jetzt, Komm, ja. mach einen Patt, Kollege. Matt in 2, König E3. Ah. Du mit deinem Matz, viel zu kompliziert.
So, ich möchte mich Oh, aber schön bedanken spannend. bei Juno. Juno, vielen Dank für die neue Mitgliedschaft. Grüße gehen raus an Juno. Er holt sich noch eine Ah, Dame. solide. Die Doppeldame. Solide. Jetzt das Treppenmatt. Ja, hat er gesehen. Man Hat er kennt es. gesehen. Hat er gesehen. Die Glückwunsch. Partie ging ein bisschen länger, als es sein musste, aber am Ende Binora holte den Schinken nach Hause. Den Schinken vor allen Dingen. Ja, so sagt man doch, oder? So. Wie viele Partien haben wir heute Genau. eigentlich? 2, 4, 6, 8. 13. Oder? 13, ja. So, der Alles nächste klar, ist. 2-0. 2-0. Meinst du, dein Team macht heute einen Punkt oder was denkst du? Wir haben ja eh keinen Wetteinsatz, da kommt auch nichts mehr. Ich glaube, vielleicht müsstest du es doch noch einen überlegen. So, Chris HD Okay. Gaming gegen GR 04. Da ist wohl ein Schalke-Fan am Start bei dir. GR04, wie Ja. kommst du jetzt darauf? Schalke 04. Das 04 ist sein Geburtsjahr. Könnte auch sein, aber dann hätte er wahrscheinlich 2004 geschrieben. Naja, Aber gut, vielleicht gab das es ist das nicht so schon. cool, ne? Ja, nee, aber GR04 hört sich viel cooler an, das stimmt. Und GR sind seine Initialen. Wahrscheinlich. Der heißt bestimmt Gernot Rohrstock. Warte mal. Nee, steht kein Name bei ihm. Nee, du hast schon richtig. Gernot Rohrstock. Ja, ihr könnt euch paaren, haben sie ja Haben sie schon. Ihr schon, das haben sie könnt schon längst. loslegen. Bitte Nein, nein, Stream warte, warte, stumm warte. schalten. Wer gewinnt die Partie? Ein Momentchen noch hier. Prediction laufen bei uns noch. Ja, Wir, schwarz Junge? natürlich. Wird Ah, es, kümmern, wir können anfangen, wir können anfangen. Ja, wir können anfangen. alle auf schwarz setzen, bitte. So, Binora, Glückwunsch. Alles gut. Der Blunder war ja nicht schlimm. Ach, Kauli spielt heute auch. Oh, das ist ja das Highlight des heutigen Ah, Abends. ja. Gegen Sokrates. Da freue ich mich jetzt schon. Das wird ein sehr, sehr spannendes Duell. So, italienisch. Mal gucken, was jetzt hier Ja. kommt. Der Killerangriff oder was macht Weiß? Der Killerangriff. Rochade. Aha. Erbakis ist Raphael. Das Geheimnis wurde gelüftet, scheinbar. Ist Gernot Rohrstock auf Lichess noch frei? Speedy, probier's doch mal. Ich weiß es nicht. Oder glaubst du, ich prüfe jeden bescheuerten Namen auf dem Set? Das ist wahrscheinlich der anonyme Account von TBG, Gernot Rohrstock. Gernot Rohrstock. Gucken wir mal. Aber Und das. übrigens, falls jetzt Ja. einen Gernot Rohrstock da draußen gibt, es ist kein Front oder so. Ja, es ist. Nee, Gernot Rohrstock ist komplett frei noch auf Lichess. Könnt ihr haben. Okay, ja, gut, dass wir das geprüft haben. So, symmetrisch oder was hier? Das sieht mir sehr symmetrisch aus. Läufer G4, sehr schön. Fest auf die Fesselung. Und jetzt geht's rund. Springer D4, 0-1. Ah, die Basics, Leute, die Basics. Was soll ich sagen? Ja, was? Hast du das besprochen? In einem Video? Hier, das ist ja so typischer Ich weiß nicht, wie oft, Italiener. also bitte dich, diese Struktur, dieses Thema, wo ich. Nein! Jetzt ist doch Weiß wieder dran. Also wie immer im Schach, aber jetzt ist Weiß in dieser symmetrischen Stellung am Springer D5. Mach doch mal Springer D5 oder H3 ist vielleicht noch besser, aber H3 Springer ist auch gut, D4. aber ja. Dame F3. Uiuiui. Jetzt habe ich Ah. Angst. Gut, Springer D4, es geht noch Springer D4 halbwegs. geht halt noch, ne? Ja, Springer D5 hier, ne, wenn er es gemacht hätte gerade. Das Statt wäre sehr H3. lästig gewesen. Springer D4 nervt jetzt. Gut. Die Frage ist, ich würde wahrscheinlich Dame G3 machen und. Du Draufgänger. Und dann? Und dann gucke ich mal weiter, ob er auf C2 nimmt und dann mache ich Springer D5. Ja, das 1-0. stimmt. Dame G3, es wäre auch meine Wahl. Ja, gegen dich weiß ich nicht. Gegen dich würde ich eventuell Dame D1 machen. Mal. Was? Du machst das Gegner abhängig? Ja, klar. Okay.
Nathaniel, vielen naja, Dank für macht das C6, Lob. damit ist das Ganze nicht mehr gefährlich, weil Springer D5 verhindert wird. Schade. Schade, ja. Springer E2 ist gut. Springer abtauschen, Schwarz reagiert mit H6. Läufer A4 ist okay. Es könnte G5 kommen, aber ist gefährlich, macht man nicht gerne. D5 D5. ist gewagt, aber Ja, vielleicht. also ich denke, Niklas und ich würden hier auf F6 nehmen und auf D5, weil Schwarz muss einen G-Bauer nehmen. Ansonsten ist der D5 weg. Also wenn ich jetzt auf F6 nehmen und dann muss Schwarz mit dem G-Bauer nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein Riesenproblem ist, aber prinzipiell auf jeden Fall. Nee, er nimmt super kompliziert, was die machen. Er nimmt Springer schlägt D4, macht er erstmal. Okay, Schwarz lässt sich nicht lumpen, schlägt einfach wieder. Man viel hätte zu auch auf kompliziert. C4 schlagen können, Ah, du also hast. zumindest darüber nachdenken war eine Also, Möglichkeit. aber das ist nicht logisch. Das ist nicht Reflexschach. Also, wenn was angegriffen ist, muss man sich erstmal um die angegriffene Figur kümmern. Bei Zwischenzügen muss man sich einfach hundertprozentig sicher sein. Der C4 hängt, jetzt hängt der B2, wobei der B2, Ja, jetzt ja. Läufer schlägt auf 6, ist ganz klar der beste Zug. Ja, aber hier verlierst du mit Weiß schon Bauern, egal was kommt. Wie bitte? Läufer Der F6 B2 geht. oder wie? Ja, aber ich sag mal, die geschwächte schwarze Königsstellung, die kompensiert das auf jeden Fall. Also ich würde Weiß präferieren. C3 macht er, uiuiui. Aber ich glaube, das kann doch jetzt nicht gut sein. Zu kompliziert gespielt. Immer weiter Öl ins Feuer hier. Chris HD Gaming. Läufer B6 einfach zurück. Okay, jetzt kann er Aber natürlich Läufer. jetzt. Ja, Aber ich hoffe. jetzt. Wie viele Chancen will Weiß denn noch haben, auf F6 zu schlagen? Immer noch nicht. Er will nicht. Na dann, Er halt will nicht. nicht. Jetzt macht Schwarz Dame D6 und dann schlägt Weiß auf F6. Wollen wir wetten? Mal schauen. Vielleicht muss Schwarz jetzt oder sollte Schwarz G5 spielen. Wohl oder übel. Mehr, ja, wahrscheinlich. Ja, vielleicht ist es nicht so schlimm. G5, Läufer G3, Turm E8. Immerhin hat Schwarz das Zentrum. Turm Zerter 8. Okay, ich weiß nicht, was dieser Zug unternimmt. Auf der C-Linie wohnt im Moment niemand. Ja, Läufer F6 ist hier extrem logisch, weil Schwarz mit dem G-Bauern schlagen muss. Der Ja, D5 und würde dann sonst Dame hin. F3. Ja. Weiter auf die weißen Felder. Turm C1 macht genauso wenig wie Turm C8. Da Noch wohnt niemand auf der weniger, C-Linie noch aktuell. weniger, weil Turm C1 ist es komplett sinnlos. Was soll der Turm da? Stellt sich dem anderen gegenüber, deckt den C-Bauern. Der C-Bauer war gedeckt vom B-Bauern. Also wenn ich schon Turm ziehe, dann Turm E1, um den E5 So, jetzt anzugreifen. die vielleicht letzte Chance, den Springer auf Ja. F6 zu schlagen. Seit ungefähr 10 Zügen sagen wir es jetzt, oder? Kann das sein? Na, so lange Ja, nicht, 10 Züge aber. ist übertrieben seit ungefähr 8 Zügen. Naja, nee, 6, 7 Zügen. Es gibt auch andere logische Züge. Das ist kein logischer Zug, weil es einen Bauern verliert. Bauern verliert, oder? Läufer C7, das war ein bisschen flink gespielt. Man hätte jetzt auf D4 schlagen können, dann hätte auch Na, der C. ich sehe schon das Matt kommen auf H2 hier. Ach komm, das kennen die doch. Das sind alte Hasen hier. Läufer G3, guter Zug. Fesselt. Und verhindert das Matt auf der Diagonale. Ja, tatsächlich. Er hätte beim Bauern gewinnen können, oder? Mit ED4, Ja. CD4, Turm C1, damit C1 und dann Läufer D4. D4 war ein Fehler. Aber Aber jetzt muss Läufer. Schwarz schauen. Ja, jetzt das Problem ist, jetzt droht Schlagen auf E5 und Schlagen auf D5 eventuell, wenn der Springer wegzieht. Das Genau, ist und nicht so Dame leicht. E6 läuft in die Fesselung rein. Insofern hat hier Schwarz jetzt ein Problem. Läufer C7 war ungünstig. Dame wegziehen, ne? Dame E7 oder Dame E6, geht das? Also mein Gefühl sagt mir eher nein. Dame E7, Aber D5, Läufer E5, vielleicht Turm E1, Springer ja, E4. darauf habe ich gehofft, weil jetzt hängt der D5. Nimm bitte. Nein! What? Mann! Was ist das denn? Das spielt er auch direkt aus der Hüfte geschossen. F4 ohne groß nachzudenken. F4. D schlägt D5.
Und Bauer schlagen auf D5 ist eine sehr gute Störung für Weiß. Das hingegen, da wäre ich schon wieder lieber schwarz. Einige, bitte alle, die nachkommen nach diesem Spieler, bitte zieht nicht innerhalb einer Sekunde einen Zug. Denkt bitte kurz nach. Ihr habt immer mindestens 3 Sekunden für jeden Zug. Ihr kriegt immer Zeitgutschrift. Nicht a tempo irgendwas spielen. Denkt bitte nach. F4 ist, sorry, es ist katastrophaler Zug. Wenn er auf E5 nimmt, stattdessen gewinnt er einfach den D5. Das Ja. Problem mit F4 ist, er kann auch nicht F5 spielen. Der Läufer hängt auf G3. Jetzt hat Schwarz hier einen schönen, saftigen, gedeckten Freibauern. Turm E8, guter Zug, unterstützt diesen Bauern tendenziell. Der Lauf auf G3 macht jetzt keine gute Figur. Schwarz steht besser. Ja, Weiß hat jetzt auch keinen Anknüpfungspunkt richtig. Wo soll er spielen? Der Läufer auf G3 ist ungedeckt. Er muss auch weg da, weil es droht Springen. Jetzt kommt Springer H5 auch noch. Ja, Läufer H4 würde sich Ja. anbieten. Wobei Springer selbst dann H5. Springer H5 kommt. Ja. Wahrscheinlich, also ich würde sowas wie Läufer H2 und G4 spielen, damit dann der Läufer Gelockt. geht. Ja, aber was willst du machen sonst? Der Läufer muss gedeckt werden. Dame Ja. E3, okay. Es ist natürlich nichts verloren, aber Schwarz hat hier das komfortable Spiel. Ja, eine andere Idee wäre hier der altbekannte Minoritätsangriff. Bauern am Damenflügel nach vorne ziehen, um eine Schwächung zu provozieren und da das die Störung aufzulockern. Niklas ist so witzig, heute hat wohl ein Schnäpschen im Kokoswasser. Einmal noch die Bitte Ja, an alle, ich die habe ein spielen. Danach Schnäpschen im Kokoswasser. bitte stumm schalten, ne? Was wir gesagt haben, bitte stumm schalten, alle, die spielen. Ich hoffe, alle halten sich auch dran. Ach so, jetzt kam, weil B5 kam als. Nö, ich erwähne es einfach nur nochmal. Ach so, okay. Das hatte nichts damit zu tun, dass Null. G04 jetzt genau diesen Plan umsetzt des Minoritätsangriffs. Weiß nicht, Springer H5 sieht für mich die ganze Zeit deutlich logischer aus, aber. Ja, könnte man auch mal einstreuen. Aber ich weiß nicht. Okay, F5. jetzt tauscht er den Läufer. Das ist okay. Die Dame ist angegriffen. Dame G3, Dame G3. Wird alles getauscht. Ja, ich Aber das glaube, Endspiel. das hilft. Das hilft, war es hier in das Endspiel zu gehen. Ja. Der König war nämlich auch ein bisschen schwach. Okay, die Frage ist, wo geht er? Na, er wählt das falsche Feld leider. Jetzt lässt er B4 zu. Wobei B4, Läufer A4. A3, saftig frisch. Ja. Ja, Läufer A4. B4 Ich hoffe, er nicht sieht es. gut. Er zieht nicht a tempo. Bitte Läufer A4. Nicht die Figur einstellen. Läufer A4. Ja, Lauf schlägt A4, gewinnt den Bauern und greift den Turm an. Ja, vor allen Dingen, es greift den Turm an. Danke, Enrico, für den Sub. Ich glaube, das wird noch wild. Ich glaube, Springer H5 macht echt jetzt gar nichts. Weiß, kann einfach König G4 spielen oder König H4. König H2. Der König muss mitspielen im Endspiel. Aber Springer H5, da wohnt auch keiner. Kann mich da nur wiederholen. Springer 5 ist nicht so schlimm. A3? Okay, die Zeit spricht für uns, Schwarz. Ja, den kann B3? bitte nehmen, bitte nehmen. Bitte den Bauern nehmen Natürlich jetzt. nimmt der Bauer was denn sonst? Was ist denn jetzt los? Ist hier Bitte einfach Geschenketag oder schlagen. wie? Bitte einfach schlagen. Ja. Ja, er dachte, dass C3 hängt. Ich weiß es nicht. Aber Das waren jetzt einfach zwei Bauern in zwei Zügen. das Problem ist natürlich die Zeit, ne? Sobald die Jungs hier Ja. wenig Zeit haben, dann kommt die Nervosität natürlich noch deutlicher raus. Ja. So, Weiß steht auf Gewinn, hat 2 Bauern mehr. Ja. Freibauern. Er müsste am Damenflügel aktiv werden. Mit B4, A4, irgendwas, Turm rüber. Schwarz möchte Turm C8 spielen, den C3 gewinnen. Also das wird noch spannend, weil der C3 ist nicht so leicht zu decken. Ein, zwei präzise Züge von Weiß und es sollte hier gelaufen sein. Aber okay. Na, die präzisen Züge kommen nicht. Das war zu erwarten, dass der C3 fallen wird. Ja, ich bitte dich, das sind ja keine Profis. Okay, ich schöpfe noch mal Hoffnung. Na klar, wieso Hoffnung. nicht? Vor allen Dingen Zeit geht ab. Okay, Die Zeit geht C4, ab. schlagen, 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 Läufer E4 oder so weiter. C4 wäre vernünftig, um den E4 zu bekommen, aber das ist zu schwierig jetzt hier. Das ist jetzt Nervengeschichte hier, ganz klar. Ja, der E4 hängt, aber bitte erst auf C4 nehmen.
Willst du da, spiel da jetzt die Züge alle sagen, ja? Hat er gesehen. Turm E8, Turm E1. Das funktioniert alles irgendwie. Turm C3 könnte man überlegen. Turm steht D4. Ah, der D4. Einige Möglichkeiten. Aber Hauptsache ein Zug. Jetzt Jetzt hängt der hat sich die Lage Läufer. ein bisschen geklärt. Weiß er nach Ist. wie vor einen Bauern mehr und steht dementsprechend gut. Ja, der Läufer sollte nach F3, zur Sicherheit bitte nach F3 gehen, dann kontrolliert er den Springer und jetzt bitte den, oh, der Turm hängt, Vorsicht. Man kann den Läufer, den Springer nehmen. Er nimmt den, gut. Turm A1 hinter den Bauern. Ich weiß nicht, ob die sowas wissen. Das ist Technik. Turm hinter den Bauern und dann den Bauern laufen lassen. Das ist die Standardtechnik in Turmendspielen. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich gezwungenermaßen die Türme bitte hinter den Bauern stellen. Nein, macht Nein, er nicht. Lässt den Bauern er geht stehen. einen Warum, anderen warum auch Weg, nicht? der auch, also um ehrlich zu sein, sehr interessant ist. König Ja, ist. G8, guter Zug, nicht den Turm da reinlassen. Ja, aber jetzt. Das Problem ist, er stellt den Turm jetzt wahrscheinlich nicht hinter den Bauern. Turm E3 zurück jetzt bitte. Ja, der Turm Bauer E3 A4 scheint. wäre sehr präzise gewesen, ja. Ja, Und dann Turm A3 zu spielen. der A-Bauer scheint ihn nicht zu interessieren. Er stellt ihn jetzt so den Turm auf, dass es Ja, das nicht. ist das schlechtmöglichste Feld. Ja. Also vor dem Bauern. Hinter den Bauern, jetzt stellt Jetzt er den gibt er auch den Bauern H3. auf H3 ab. Nimm doch den Bauern auf H3, was machst du? Eieiei. Ja, Was ja. macht er denn? Er schlägt nicht den Bauern, sondern er spielt Turm D als Turm H1? Die haben Eieieiei. nicht mehr viel Zeit, beide. Das sehen die alles nicht. Sie haben noch genügend Zeit. König G2, bitte. Nein. Oder dein ist mir egal. Lass den Bauern laufen, jetzt komm. Jetzt mit dem König vor. Schwarz gibt wilde Schachgebote, ohne seine Stellung zu verbessern. Ja, wieso denn? Den kriegt den H3. Ja, aber ich laufe doch jetzt Richtung Bauern, also. Ja, ey, hallo, Turmenspieler. Was vergleichst du hier? Er läuft, ja, weiß gewinnt. Ja, auf objektiv gewinnt weiß, noch lange nicht vorbei. Noch lange nicht vorbei. Oh, das Famous macht, das last macht. words. Hallo, Sag ich Mann. dazu nur. Cool. Oh Mann. Okay, das war Eieiei. natürlich glücklich am Ende, ne? Dass er Eieiei. natürlich ins Matt läuft, das ist natürlich sehr, ja, das war glücklich. Der König läuft ins Matt. Gerade in dem Moment, wo der König auf D6 steht. Auch nicht schlecht. Ja gut, das war jetzt eh verloren mit dem König, der hier so aktiv ist. Ja. Er hätte den Ja, H3. schade. Schade, G04. Die Chancen waren auf jeden Fall da. Aber dann kam der doppelte Bauerneinsteller und ja, am Endspiel ist es dann nicht so leicht. Glückwunsch, Chris HD Gaming. Das war der Anschlusstreffer. Jetzt kommt die nächste Partie. Sag mal, der Merlin-Flocke spielt nur noch für die anderen Teams. Auch nicht schlecht. So, der J. Nikolas 11 gegen Merlin-Flocke. Sag mal, du bist extrem leise bei mir, also bei mir persönlich. Scheinbar für die Zuschauer ist das okay, aber bei mir, Ja, mach mal lauter. vielleicht liegt es an meinen Kopfhörern. Weiß Wahrscheinlich liegt nicht. es an meinen Kopfhörern, aber. Also hier bin ich schön laut, denke ich. Ja, okay, dann liegt es an mir. Weiß nicht, Ich ob ich muss bei mir, ich sag Skype. mir es jedes Mal, muss mir mal neue Kopfhörer besorgen. Ja, bei Kopfhörern leider muss man wirklich was investieren. Die meisten gehen auch sehr schnell kaputt so. Okay, die beiden haben sich gefordert. Ah, Joël Doncet spielt für mich gegen Merlin Flocke. Freut mich. Okay, ich habe Kopfhörer gewechselt. Jetzt höre ich dich zwar nur auf einem Ohr, aber dafür laut und deutlich. Gut. Okay, Prediction laufen hier. Noch 10 Sekunden, das heißt, wir können eigentlich beginnen. Bitte, Leute, alle, Ja, die ich höre dich sogar auf spielen, beiden. stumm Top. schalten, bitte, komplett stumm schalten und dann Ja, könnt ihr jetzt beginnen. passt bei mir auch, lieber Chat. Alles gut, alles gut. Ich schmeiß mal meine anderen Kopfhörer weg. Hab's Auf den Boden. gelesen, Dr. Schach, was du da geschrieben hast. Was hat denn Dr. Schach geschrieben? Wenn die BG auf Betriebstemperatur ist, wird Niklas noch froh sein über den leisen Ton. Ja. So, ja, kann losgehen, Freunde. Bitte stumm schalten und ab geht's. Merlin und Jay Nikolas. Jay steht übrigens für Johann. Johann Nikolas 11. Nee, 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 das ist Joël. Ja, hab ich doch gesagt. Das ist der Joël Doncet aus der Schweiz. Schöner Name, Joël Doncet. Ich weiß nicht, wie das Doncet ausgesprochen wird. Doncet, Doncet, Das Doncy. I kann ich don't dir know. sagen, wie das ausgesprochen wird. Du bestimmt, ja, du bist der Experte, sag mal. Donze.
Aber mit Betonung auf dem E. Don Auf C. dem Z. Donze. Don C, meine ich. Don C. So, der Mit läuft mal. Oh C. na, B6, was ist das denn für ein Zug? Egal. Das ist der neue Style. Der Schweizer. Okay, Autobahn, schönes Zentrum, auch nicht schlecht. Ja, ist doch jetzt nicht so schlimm gelaufen. Also ich glaube, Ja, Weiße sollte B6. nicht auf D4 dann schlagen. Sollte nicht mitmachen bei der Auf Einladung. C5 meinst Ja. Ah nein, was macht er denn? Er stellt ja einen Bauern ein auf E5. Nein, ey. Oh, er nimmt den nicht. Ein bisschen schnell Okay. unterwegs, die beiden Ja, Freunde. Erling ist immer super schnell. Guck dir mal an, der hat noch gar nicht überlegt. Und nur 3 Sekunden. Hier wird alles getauscht, so, ne? Okay, ja, ungewöhnliche Stellung mit dem B-Bau und jetzt auf D4. Ja. Was ist das denn für ein Italiener? Habe ich auch noch nie gesehen, so. Den sieht man eher selten. Vielleicht Dame G4, um F4 vorzubereiten. Ja, schöner Zug. Sascha 0509 mit dem geilsten Kommentar. Private, don't see. Aber ja, gut, der gefällt mir. Bei Wortspielen könnt ihr mich, kriegt er mich immer. So, jetzt hängt der D7. Bitte nicht den D7 einstellen, Joel. Nikola. Das S ist leise bei dem Namen. Was für Nicolas? Ja, das ist ja ein Franzose quasi. Nein, der ist aus der Schweiz. Der ist Joël Ja, Dons. aber das ist. Nein, nein, nein. Das ist. Er wohnt im französischen Teil von der Schweiz. Der D7, das gibt's doch nicht. Oh Mann. Und deshalb ist das S ist da leise. Ne? Nikola. Whatever. Jetzt hängt der C7. Bitte nicht den auch noch stehen lassen. Ja, aber das liegt ja auf der Hand. Genau wie D7 gerade. Kennt jemand das Lied Nee. Allons en danse? Ja, en danse, ja. Ja. Ja, Die haben es Dame nur tauscht falsch mit geschrieben. Bauern weniger klar. Jetzt sei doch nicht so trübselig, Mensch. Private Dancer war mal ein Song von Tina Turner, ja. Ja. Lebt Tina Turner eigentlich noch, Leute? Nee. Kauli, vergiss den Helm. Ja, Weiß hat einen Bauern mehr. Jetzt ist die Frage, ob Weiß den auch verwerten kann. Mit dem Abern sofort zu brechen, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Tina Aber Turner lebt noch in zumindest. der Schweiz. Okay, danke. Klar, alles Ja, klar. wird gerade gesagt hier. Lebt noch in der Schweiz. Ah, okay, dann habe ich Stimmt sie bei wohl uns in verwechselt. Zürich, ne? Das sagen jetzt eine ganze Menge Leute. Okay. Wie kommt Tina Turner in die Schweiz, ne? Okay, sie hat ein Flugzeug genommen, das weiß ich, aber was macht die da? Ja, das sind die großen Fragen. 81 Jahre alt. Okay. Okay. F5. Jawohl, der Joel wird aktiv. Greift in E4 an. Sehr schön. Ein aktiver Zug, das freut mich. Gut, man kann F3 spielen und den stützen, man kann auf F5 schlagen, man sollte auf jeden Fall irgendwie reagieren auf die Drohung, dass der Bauer angegriffen ist. Ja, deckt mit F3 ist vernünftig. Jetzt das Tauschen auf E4 bringt nicht so viel. Ah, man könnte Läufer A, na, er macht es auch direkt, aber es ist halt nur Getausche. König schlägt. Ja. Der Turm muss den Bauern gedeckt Ja, halten. stimmt. Ja. Aber die Also offene F-Linie, die bringt Schwarz nichts. Weiß hat einfach einen Bauern mehr. Den hat er eingestellt und jetzt hat er einfach deswegen. Leute, Bauer ist halt auch super viel wert. Ne? Es ist nicht so, dass wenn man nur einen Bauern mehr hat, das ist nicht viel, das ist mega viel in dieser Stellung insbesondere, weil Schwarz hat überhaupt keine Angriffspunkte. Es gibt ja kaum noch Figuren auf dem Brett. Ja, Ne? vor allem im Endspiel. Was Da. willst du jetzt mit Turm und Läufer hier noch machen? Das ist einfach, das ist eigentlich ziemlich klar gewonnen. Der Plan ist ziemlich einfach, den B-Bauern laufen zu lassen und hier auf der B-Linie einfach eine neue Dame zu holen. Ganz simpler Plan. Dagegen ist nicht viel einzuwenden oder zu machen. Ja. Die Frage ist, ob Merlin Flocke diese Technik an den Tag legen wird. Ah, G3 ist unnötig. Will der König reinspazieren oder wie? Ja, wieso nicht? König über G4 nach H3, H2, den H2 attackieren. Schöner Königsmarsch. Ein Königsmarsch, man kennt es. Erk bei Keimer ist schon längst zu Ende. Er hat das Turnier gewonnen.
Oh, stark der Vincent. Vincent, bombastisch. So, jetzt geht der B-Bauer ab. Weißt du, was das Blöde ist, Niklas? Nee, weiß ich Vincent nicht. werden wir nicht in Berlin sehen. Weil? Weil er das Finale der Julius Bär Challenge ist genau an den Tagen, 14. bis 17. Oktober. Was haben Sie sich denn da gedacht? Also, ich meine, es kann sein, dass er trotzdem in Berlin ist und irgendwie nur zwischendurch spielt. Muss man Du gucken. meinst, ja, kann sein, dass er morgen die Morgensrunden spielt, ne? Also, weil Genau, es ist ja. ja. Es kam jetzt A6, B6. Okay. Wahrscheinlich einfach gut, weil man jetzt auf A6 schlagen kann. Wer sich gerade gefragt hat, wovon reden wir in Berlin, findet die Bundesliga-Endrunde statt in knapp einem Monat, 13. bis 17. oder 14. bis 17. Oktober, mit allen Bundesliga-Mannschaften und unter anderem auch den Schachfreunden Deizesau, wo Vincent Keimer spielt. So, zwei verbundene Freibauern, die laufen, gehen Horizont oder beim Schach der achten Reihe und sollten auch nicht mehr zu stoppen sein. Das scheint ein recht klarer Sieg zu sein. Jetzt für Merlin die Flocke. Ja, Schwarz hätte nicht A6 spielen dürfen. Hat dem Gegner einen zweiten Bauern geschenkt. Stattdessen hätte er einfach stehen bleiben müssen. Warum hat er überhaupt A6 gemacht? Ich weiß es nicht. Der Zug ergab überhaupt keinen Sinn. Und jetzt hat Weiß einfach eine Dame gleich. Eine Dame, das bringt Feuer in die Stellung. Ja, Niklas ist bei uns asynchron hier, das stimmt, in meinem Stream, weil ich zwischendurch den Stream neu gestartet habe. Das ist ein bisschen Das doof. darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich hätte. Pass auf, lass uns mal den. Wir machen das so, wir starten den Skype-Call neu. Dann bist du Alles vielleicht klar. synchron. Okay, bis gleich. So, jetzt können wir lästern, oder? Nein, Spaß. 3-1 steht's. Das ist doch positiv. Darauf können wir aufbauen. Glückwunsch an Merlin Flocke. Hi. Hi, lange nicht Niklas. gesehen. Ja, Moin. ewig nicht gesehen. So, mal gucken. Bist du jetzt synchron? Sag mal was. Hi, ich bin da. Jetzt bist du synchron, ja. Ah, schön. So, ich zeichne mich wieder weich. Und dann kann es weitergehen. Ja, 3-1, ne? Merlin hat gewonnen. Also die Partie war ganz simpel, Leute. Schwarz hat zwei Bauern eingestellt, Weiß hat gewonnen. Und es ist sonst nichts passiert. Ihr müsst auf euer Material achten. Bauern sind auch unheimlich viel wert und in der Partie gab es sonst nichts, absolut nichts, was passiert ist, außer diese beiden Sachen, dass Schwarz zwei Bauern angestellt hat. Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Da wurde ein bisschen schnell gespielt am Anfang der Partie und die Drohungen des Gegners nicht beachtet. Oh, jetzt habe ich doch was hinzugefügt. Anyway, gehen wir weiter zur nächsten Partie. Dave Keller, 92 gegen Chess and Jazz, unterstrich Berlin. Auf geht's. Da war ich tatsächlich erst letzte Woche zu Besuch bei Chess and Jazz. Einmal im Monat, jeden dritten Donnerstag in Berlin, in Kreuzberg, in der Transitbar gibt es eine Schachveranstaltung. Ist immer proppevoll, drin und draußen. Was ist das für Sehr eine schönes Event. Veranstaltung? Ja, wie der Name sagt, ne? Chess and Jazz. Also Schach und Jazz kombiniert. Es wird Schach gespielt, es wird Jazz gespielt und man hat eine gute Zeit. Ja. So, Dave Keller. Es geht los. Ja, bitte Wir haben schon stumm schalten angefangen. und ab geht's. Die Prediction weiß ich nicht. Die läuft hier schon wahrscheinlich oder ist schon gelaufen, ist egal. Londoner System. Mal gucken, ob Weiß das kennt. Mal gucken, Du ob beide meinst das kennen. schwarz. Also Ja. weiß spielt es ja, von daher würde man davon ausgehen, ne? Es gibt aber zu viele Varianten. So Schach. Läufer D6, so spiele ich auch. Läufer G3. Direkt abgetauscht. Ich glaube, man muss sich so früh abtauschen. Es gibt jetzt weiß hier doch die H-Linie, die halboffene gegen den schwarzen König, gerade wenn man hier auch direkt rochiert. Würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, wegen dem möglichen weißen Spiel auf der Ja, H-Linie. was überlegt Weiß jetzt hier? Läufer D3 ist der Londoner Systemzug. Das ist das, was hier zu 100% der Fällen gespielt wird.
Vor allen Dingen, 100% der Fälle. ja, Als wäre hallo? diese Stellung jetzt schon tausendmal auf dem Brett gewesen. Nein, aber im Londoner System stellst du den Läufer da auf, du attackierst H7 hier, weil Schwarz freiwillig auf G3 genommen hat. Ich meine, das ist ja so eine der wenigen Standardideen, die man kennt, so im Londoner System. Also eine der Hauptstandardideen oder eine Hauptidee, die man im Londoner System halt kennt. Springer C3. Aha. Wohin des Weges mit dem Springer? Okay, also hier ist es mehr so random Londoner System. Nicht mit C3 und Springer D2 und E4, sondern. Ja, also man spielt deshalb mit C3 und Springer D2, damit man nach C5 das Zentrum schön gestützt bekommt. Und ich hätte als Schwarzer direkt hier C5 gespielt. B6 braucht man nicht. Direkt C5, weil wenn Weiß schlägt, Kampf wird man den Bauern auf jeden Fall zurückgewinnen. Dame E2, guter Zug, verhindert Läufer A6 auch. Man hält den Läufer auf dem Brett. Aber jetzt C5 droht auch direkt C4. Insofern nehme ich vielleicht zurück mit dem guten Zug, weil nach C5 muss man erstmal schauen. Und auch das ist ein Vorteil, wenn man C3 spielt, dass der Läufer nach C2 zurück kann. Von daher, dieser Springerzug nach C3 war ungünstig. Die Stellung gefällt mir schon überhaupt nicht für Weiß hier mit dem Springer auf C3. Was macht er jetzt überhaupt? Gute Frage. Ja, alles klar. Was denn? Er hätte erstmal schlagen sollen, dann lang auch hier, weil dann wäre hier wenigstens der Bauer gefesselt, aber jetzt ist doch der Läufer ein Kind des Todes. Das ist so bitter, ey. Das läuft hier schon wieder alles unglaublich gegen uns heute. Warum? Also. Ihr habt schon einen Punkt gemacht. Und da war nicht eine Partie bei, wo ich sagen kann, irgendwie so, ja, Chris HD war auch so. Ja. Ja, ich weiß nicht, war Du Schwarz so kannst doch lange nicht mal sagen, überlegt? Er es war sieht es glücklich nicht. bisher, ne? Schwarz überlegt ewig hier für den Zug. Ich weiß nicht, ob er es sieht. Er sieht, als Er hätte er es sieht gesehen. es. Und Da ist er da, da Clemens. ist die Figur schon weg. Vor allen Dingen, diese Stellung ist eigentlich objektiv mit diesem Schlagen auf G3 wahrscheinlich einfach extrem viel besser für Weiß, wenn man Ja, auch in der Praxis. Springer E5 und dann G4, G5, Türme auf die H-Linie, das spielt sich so von alleine. Also wenn man Eigentlich die ja. Eröffnung verstanden hat, Londoner System, und das vorgesetzt bekommt mit Weiß, dann ist das auf Autopilot eigentlich. Man darf nicht auf G3 nehmen mit Schwarz und ja. Langsam kann man die Halsschlagader bei TPG erkennen. Hast du eigentlich wieder dein Herzschlagmessgerät an? Nö, nö. Das hast du dann wieder schnell damit aufgehört, ja? Nein, ich mach's nicht so häufig. Ich habe auch nicht so Achso, viel. okay. Also das ist auch mal immer so kurz vor dem Stream, so, ach so, das könnte ich auch noch machen, aber dann fällt mir ein, so, jetzt muss ich noch das machen, dies machen. Ja. Ja. Springer E5, guter Zug. Übrigens, Weiß hat zwei Bauern, also ich würde Ja. hier auf keinen Fall Weiß abschreiben. Läufer D7 war Nö, ungünstig. nö, Also nö, nö. Läufer D7, da steht der Läufer verkehrt. Hätte besser nach B7 ziehen sollen oder nach A6 eben. Ja, was macht er aber jetzt hier? Angreifen am Ja, Königsflügel. man muss Schiebt die Bauern G4, F4. vor. Schiebt G4, die Bauern F4. vor. Er macht F4, ja. Ich habe Angst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst um Ja, Schwarz. Jobava London kannst du in der Tonne kloppen. Du Mist. Wie es misst. Dieses mit Springer C3, das ist. Das habe ich gegen Gradeus gespielt und stand nach 8 Zügen Ja, du quasi bist auf aber Gewinn. Niklas Suschewitz. Du kannst alles spielen. Du musst ja den Leuten noch was zeigen, was sie einfach verstehen und einfach spielen können. Londoner System ist schon eine gute Eröffnung für Amateurspieler, weil eigentlich ist es einfach zu verstehen. Ja. Wobei, da Okay. muss ich eine Lanze brechen für Jobava London oder Nicolas Lubbe nennt das ja Bertramisch. Ich habe mir das angeschaut, ich dachte auch davor, das ist Käse, aber dann habe ich es ja gespielt. So schlecht war es nicht. Doch besser als man denkt. Also mit mehr Fallstricken, als man erwarten würde. Ja, doch. Bertramisch heißt das auch? Ja, so nennt Nicolas das, weil sein Coach Ja. Carsten Bertram Aber ist das das ihm das gleiche beigebracht überhaupt? hat. Das ist das gleiche, ja. Springer C3, D4, D5, Springer C3, Springer F6, Läufer F4. Okay. Ja, Weiß hätte Dame E2 und G4 spielen sollen, denke ich. Jetzt, ich weiß nicht, warum er den Turm auf F1 gestellt hat. Es ist nicht ersichtlich manchmal, warum manche Züge gemacht werden. Ja, Jetzt hängt nö, der. direkt statt Turm F1, direkt G4, auf geht's, ne? Ja. Naja, G4 hätte er machen müssen. Jetzt hängt der Springer auf C3. Ja, man sollte wohl das Material auf dem Brett behalten. Springer E2.
Was soll es werden, Dave? Er denkt sehr lange nach hier. Das ist mir ein Rätsel, warum er so ewig nachdenkt hier. Ja, hat viele Felder mit dem Springer. Geht so. Fünf Stück. Fünf Stück? Ja, aber davon sind die meisten halt Quatsch. Okay, Springer 2 gespielt. So, was nun? Was macht Schwarz hier? Springer schlägt E5, würde ich, glaube ich, einfach mal machen. Und dann vielleicht Springer H7, wenn Weiß mit dem F-Bauern schlägt. Wenn Weiß mit dem D-Bauern schlägt. Springer G4 vielleicht. Nein, Springer G4, Turm H4 muss man aufpassen. Springer D5 sieht aktiv aus, aber Ja. ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass Weiß nicht doch noch irgendwie G4, G5 schafft. Aber Springer D5 auch sehr vernünftig eigentlich. Ja, es ist wenig Möglichkeiten. Ja, G4, aber das Problem ist, G5 geht nicht, weil die Dame auf D8 das Feld deckt. Läufer B5, jetzt Oh, kommt er. ja, Jetzt Gott, kommt Scheiße, jetzt kommt der auch noch. er. Hat er gut gesehen. Ja, Hat er und dann gut Dame gesehen. G5, dann ist die Katze vernascht. Ja, gut, aber der G4 hängt nach Dame G5, ne? Und der E3. Richtig, ja, deshalb. Ja, das läuft Gut. erstaunlich einseitig, diese Partie, obwohl Weiß 90 Punkte mehr hat, irgendwie. Was ist los Ja, denn hier? Clemens trainiert mit Steve und so weiter. Ne? Der übt fleißig. Der ist auch bei Chessens dabei. Von daher, es überrascht mich nicht. Ich glaube, jede Partie hat er bisher in Sub-Battles gewonnen. F6 muss jetzt nicht sein, aber. Ja, aber F6 den König zu schwächen, wenn jetzt E4 kommt? Ja. Aber es ist noch alles im grünen Bereich. Also, Weiß hat ja kaum Züge hier, also. Gut, E4 würde ich schon sagen. E schlägt F6, okay. Turm schlägt, Springer schlägt. Die Katze ist gemolken. Ja, noch nicht, Danny, noch nicht. Die Melkung findet noch statt. Aber noch ist die Katze nicht gemolken. Turm F4, guter Zug. Deckt den Bauern. Jetzt Dame D5, komm, aktivier die Dame, Junge, hier in alle Richtungen. Zum Königsflügel, zum Damenflügel. Auf geht's. E4. E4 vielleicht, Springer G3. Einfach mal die Figuren besser stellen. Den Matte. Versuchen noch am Königsflügel was zu machen. Der Läufer auf B5 ist natürlich extrem stark. Guckt nachher in die weiße Stellung rein. Ja, Schwarz sollte einfach Figuren umtauschen. Dame D5. E4 jetzt vielleicht. Dann muss der Springer zurück. Nee, Quatsch, E4, die Dame. Wohin geht sie Die dann? Dame nimmt auf Dame A2. auf A2 nimmt er. König B1, guter Zug. Noch ist das nicht durch, das Ding. Ja, Weiß halt auch A4, noch weniger B1. Zeit auch. Ne? Jetzt sei doch nicht so pessimistisch. Wo ist dein Optimismus? Das hat nichts mit Pessimismus zu tun, das war realistisch hier Ja, das sage ich aber eingeschätzt. Pessimisten immer. Ist das so? Ja. Oder Leute Ich bin nennen kein andere Leute, Pessimist, ich bin nee, andere Realist. Leute nennen auch Leute Pessimisten, wenn sie eine realistische Aussage machen, weil sie selbst natürlich völlig übertrieben alles darstellen wollen. Alles klar. Oder eine So, das schöne Spiel ist Welt also zeichnen. umgedreht. Ja, Weiß steht super. Ich denke jetzt E4 und dann kann Schwarz gleich aufgeben. Ich glaube, E4 ist eine Ja, Riesendrohung. Weiß hat auch Schwarz schon die ist nicht. bessere Zeit. Ja, klar. Ich glaube, Weiß gewinnt das hier locker. E4, Dame D6, E5, Figur weg. Genau das wird kommen hier. Mach mal E4, greif die Mama an. Dann geht Dame D6, E5. Dann wird der Springer E8 machen. Dann E schlägt D6. Dann ist die Mama weg. Komm, mach mal E4. Das sieht ja nicht. Ja, also ich glaube, das ist jetzt aber ein bisschen Wunschdenken hier. E4, mach mal bitte E4, Moment, komm. Turm H2 hat er gemacht. Ah, Ja, er hat ja, den Bauern gedeckt. So E2 war müde. ganz, ja, der Turm steht jetzt auf H2 natürlich extrem aktiv, egal. E4. Mit der Einstellung hätten die 300 Spartaner 2 Minuten durchgehalten. Ja, die Spartaner waren da ein bisschen anders drauf. Ja. Die waren gut trainiert. Aber Mindset gehört dazu. Dame G5, guter Zug.
Hier. Ja, aber das ist ja mein Mindset. Ich meine, sein Mindset muss ja stimmen. Was bringt denn das, wenn ich jetzt hier irgendein Märchen erzähle? Kann ich gerne machen. Ich kann jetzt den Rest des Subtitles irgendwelche Märchen erzählen. Kann Okay. ich, da bin ich auch nicht schlecht drin. Da mach, ja komm, jetzt mach mal D5, der Gegner macht König A8, D schlägt C6, König G8. Ja, E5, okay. Oh, aber die Dame hängt leider nicht. Ja, hat er Springer G4. Schade. Der Alles Turm klappt. hängt, beide Türme hängen. Beide Türme hängen. Beide Türme Eieiei. hängen sogar. Eieiei. 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 Das nicht loster als lost ist, weiß ich es auch nicht. Lost als Lost. Ja, also mittlerweile glaube ich auch. Nee, das schafft er. Der Gegner sieht nicht, dass Springer H2 der Turm hängt. Das sieht er niemals. Doch, das sieht er. Das sieht er. Er checkt jetzt noch kurz etwaige Fallen. Und dann holt er sich den Turm. Ah, er schafft das auch mit dem Springer ganz alleine gleich. Oh, doch Okay, der nicht. Gegner sieht nicht, dass der Turm hängt. Was soll's? Aber er hat immer noch eine Figur mehr. Ja, Daniel 98, yes, danke für diese Frage. Da gibt es einen Unterschied. Müsste ich aber jetzt nochmal nachschauen. Das hat was mit der Bevölkerungsstruktur zu tun damals. Spartiaten und Spartaner. Die einen waren Krieger, die anderen waren einfach nur Bewohner des Staates Sparta. Ungefähr so war das, glaube ich. Okay. Nur Krieger durften sich Spartiaten nennen, glaube ich. Und Spartaner waren alle, die in Sparta gelebt haben. Ich glaube, so war das. Okay, komm, bring den König raus. Springer H5 greift den G7 an. Vielleicht läuft der König ja nach H8, dann hängt der G7. Aber ansonsten steht der Springer auf H5 eher deplatziert. König ranbringen wäre jetzt Wohin soll der schwarze König laufen? nach A8. Nach acht. Das würde mich überraschen in dieser Stellung. Läuft Ja, aber E4. Schwarz spielt tatsächlich sehr, sehr ordentlich. Gut dabei, er macht normale Züge, er macht nichts Außergewöhnliches, er greift einfach Dinge an, ne? Normale Züge reichen ja häufig schon. Jetzt vereinfacht er. Gut, man hätte auch den gefesselten Turm nochmal angreifen können. Er darf sich hier nur nicht die Butter jetzt vom Brötchen nehmen lassen. Ist noch ultra spannend, da kann noch was passieren, das wissen wir ja. Jetzt läuft leider der Bauer durch. G2, G1, aber auch dann ist immer noch nicht gelaufen. Eine Dame, ach, scheiß drauf, eine Dame, was soll's? Macht irgendwie. Spiel D5, irgendwie hol dir selbst eine Dame, was soll das hier? Oh, gute König. Line hier von Klaus. Niklas hätte Weiß hat Springerschnitt H2 aufgegeben, Weiß hat gesehen. aufgegeben. Nee, Weiß hat aufgegeben. Warum eigentlich? Steht doch noch, das ist doch nur minus 0,1. Sonst hätte man weiterspielen können. Schade. Naja, gut, also Schwarz bekommt hier eine neue Dame und dann hat Schwarz schon ein gewisses Übergewicht. Ich Okay. glaube, das war. Diese Partie, Leute, war ab dem genau 10. Zug schon leider verloren. C4, Figur weg. Genau wie in der Partie davor, Material eingestellt von unserer Seite aus. Und deswegen war es auch leider keine Partie hier, die wir groß kommentieren konnten, weil nichts passiert ist, außer eine Figur eingestellt. So, machen wir direkt weiter mit der nächsten. Kasan Kewa gegen DMX 0. Okay. So, DMX0, ich glaube, das erste Mal hier im Einsatz. DMX0. Okay. Ja, ach, die haben schon gestartet? Die mussten doch auf die Kanalwetten warten. Mensch, was ist hier los? Bitte stumm schalten, Freunde. Und dann schauen wir mal. Wie heißt hier Schwarz? Kassanzewa, kennst du? Kennst du Kassanzewa? Der hat schon mal gespielt. Der hat schon mal gespielt für uns, meine ich. Alika F. Alicia, Alika. Ah, H5 hier. Das ist doch das Silecki-Repertoire. Kennst du? Was heißt die leckere Repertoire? Wo hat er Da, das dazu hat er einen Kurs gemacht bei Chesapeake. nur zu dieser Variante? Nur zu dieser Variante, Was ist denn das für ein Kurs? Egal. Was ist die Idee von, was ist die ja. Idee von H5? Ach du. Ach, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Blödsinn, ne? Ja, natürlich, es muss Blödsinn sein. Ich werde, guck dir den Zug an, also. Ja, aber sicher, aber irgendeine Idee muss der Zug ja haben. Ja, irgendeine Idee hat er bestimmt, aber mehr Nachteile als Ideen. Also, Ja, okay, jetzt spielen sie aber so eine Art Schwechnikow mit dem Zug H5 und ja, aber H3. das muss doch schlechter sein, wenn ich das Feld G5 Ja, noch leer klar. gegeben Ja, habe. natürlich. Also, warum hat er das dann gemacht? Der muss ja wissen, was er da spielt, wenn er das spielt. Ich weiß es nicht. Leute, H5, keine Ahnung.
Ja, müssen wir mal reinschauen in den Selecki-Kurs. Okay. Sieht nach Läufer Blödsinn E6. aus. Ja. Aber egal. Das ist eher ein Neidorf für Verlierer, ne? Stimmt. Neidorf für Verlierer. Ja, es ist Hafen. einfach gar kein Neidorf. Springer C4. Ich meine, auch Leider hat das. er kein B5, muss man hier machen, Leute. Schwechnikow B5, droht B4. Jetzt spielt der weiße Springer C4. Ist ein starker Zug mit der Idee, Springer E3, Springer D5, dass die Schwäche des Feldes D5 ausnutzen. Ich würde jetzt erstmal auf F6. Ja, Würde oder ich auf ihn direkt F6 nehmen. rausschlagen oder Springer E3? Ja. Ja, der kommt gleich nach D5 rein, der Springer. Und was machst du mit Schwarz? Okay, du hast Springer D4, damit die Springer nicht auf D5 so leicht reinkommen. Springer D4, komm, probier wenigstens Ja, Springer das muss D4. sein. Springer D4 muss auf jeden Fall sein. Das kennt man auch als Idee aus, ja, in der Theorie gibt es das, in der anderen Variante natürlich. H5 ist hier natürlich ein H5, H3, dieser Einschub dieser beiden Züge ist natürlich nicht gut für Schwarz. Gut, Weiß droht jetzt auf F6 zu schlagen und dann einen schönen fetten Springer auf D5 rein zu packen und das muss Schwarz irgendwie abwehren. Über 1000 Zuschauer jetzt hier auf YouTube, Twitch und Facebook. Grüße gehen raus an alle. Schön, dass ihr dabei seid hier mal wieder beim Sub-Battle. Es ist ein bisschen her, das letzte vor ja, einer Weile war es. Springer. Gut, Weiß hat die Gelegenheit nicht genutzt, Ja, ne? er hätte Läufer F6 und Springer D5 machen können. Wollte er nicht. Etwas zu schnell gespielt auch. Ja, Dame vielleicht D2. Turm Bam. C1 oder Läufer D3. F3 gefällt F3, mir was ist nicht. das denn? Das. Sag mal, geht hier nicht irgendwann Springer E4? Geht im Moment nicht. B5. Mach mal B5. Droht B4. B5 ist ein Standardzug in solchen Stellungen, um den Springer zu attackieren. Dann muss Weiß irgendwann auf F6 nehmen, weil Springer D5 geht da nicht vernünftig. Nee, weil immer der Bau auf C2 hängt, das ist das Problem. Ja. Deshalb kann man dann nicht wieder schlagen auf D5. F3 hat ja auch die schwarzen Felder geschwächt. Da hätte ich lieber die Figur entwickelt. Läufer D3, deckt C2, deckt E4 und bereit Lauf schlägt auf 6 und Springer D5 vor. Leute, kleiner Hinweis, wenn ihr bestimmte Eröffnungs... Was ist das denn? Das ist erstmal ein Bauernopfer, würde ich sagen. Aber ein sehr interessantes. Was soll das? Aber E schlägt D5 ist ein wenig die Widerlegung, oder? Was geht hier ab? Jetzt ist ja der Läufer gedeckt, die Dame hängt außerdem. Was ist hier los? Läufer D5, Springer Ja, D5, Schwarz Schwarz träumt von C2. Springer schlägt C2, hat aber übersehen, dass die Dame auf C7 Na, hängt und Moment hat mal, Moment jetzt. mal, Moment mal. Springer C2, König D1 oder was soll kommen? König Aber D1 die oder wie? Dame hängt doch. Ja, aber wenn ich König F2 mache, kommt Dame C5. Ja, Springer, ja, stimmt. Ja, aber er hat komplett übersehen, dass er eine Figur opfert. Das war nicht seine Idee. Er dachte, er schlägt jetzt auf C2, aber er sieht jetzt erst, dass die Dame auf C7 hängt und deswegen nimmt er sich jetzt Zeit. Das war ja nicht sein Plan. Wahrscheinlich nicht. Ist auf jeden Fall wild geworden jetzt. Aber Springer schlägt C2, Dame schlägt C2, kann nicht die Lösung sein. Nö. Weiß kann einfach Springer schlicht C7 machen, E7, sorry, oder Läufer E7 und hat dann schon zwei Figuren mehr. Ja. Schwarz träumt von Dame C2, Springer C2, Weiß Aber ist aber Weiß macht nicht nicht gewesen. mit. Nö. So, Gut, Springer Weiß hat E7 jetzt. war schlechter. Jetzt kann Schwarz immer noch F6 machen. Aber Sch Aber. Weiß wird trotzdem mit einer Mehrfigur hier am Ende dastehen. Ach Gott, das geht so nicht. Ja, D5 ist eine. Also, wenn es geht, ist das natürlich super, aber ich glaube, hier war es noch verfrüht. Und ja, Turm C8 oder B5 an der Stelle wäre vorzuziehen gewesen. F6 findet er, okay. Läufer D3, guter Zug von DMX 0. Jetzt müssen wohl die Damen getauscht werden. Dame D2. König D2. Okay. Okay. Da Schwarz nicht beide hängenden Figuren schlagen kann, bleibt es bei der Mehrfigur für Weiß. Okay, das verläuft hier unglaublich einseitig. Ich weiß nicht, was los ist heute, warum meine Spieler durch die Bank Material verschenken. Es kommt. Naja. Es ist ja noch nicht aller Tage morgen und
Insofern, wir haben ja noch einige Partien vor uns. Und ich glaube, war es nicht bei irgendeinem Match mal, wo Team Huschi auch 3-4 vorne war und am Ende ging es noch unentschieden aus? Ich glaube Keine schon. Ahnung. Ja, aber ich rede ja von dem, was bisher passiert und Das nicht, was stimmt. noch passieren kann. Bisher ist es leider Material, also eine einzige Materialopfergeschichte hier von unserem Team. Ja, wir sind spendabel, ne? Wir sind spendabel, Leute. Und Schwarz hat eine gute Stellung. Warum spielt er da D5? Ja, dann Turm muss man sich C8, sicher sein, dass D5. es funktioniert. Das ist diese Ungeduld, ne? Man möchte irgendwie direkt was machen, man möchte unbedingt direkt was machen. Ihr müsst geduldiger spielen. Bringt erstmal eure Figuren ins Spiel. Darauf hatte ich gehofft, ich hatte es eben schon Ja, eingezeichnet. noch ja, Läufer C5, die nächste Figur ist weg. Taktik, Freunde, immer wieder Taktik. Das muss trainiert werden regelmäßig, weil so viele Partien werden durch Taktik entschieden. Durch einfache Taktiken. Ihr seht es hier, Doppelangriff mit dem Läufer. Und Weiß gewinnt eine zweite Figur und dann gibt es jetzt überhaupt keine Hoffnung mehr für Weiß, für Schwarz, pardon. Davor kann man vielleicht noch irgendwie hoffen, aber jetzt ist es absolut vorbei gegen die zwei Läufer. Insofern, ja, trainiert ausreichend Taktik. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Ja, 1-0, das war leider nix. Zusammenfassung ist ziemlich simpel. Schwarz hat Material eingestellt, Weiß hat das Material genommen und die Partie gewonnen. Also da gibt es sonst eigentlich nicht viel zu erzählen. Und gewöhnt euch bitte nicht solche Eröffnungen an wie H5 hier. Das sind Eröffnungsvarianten für die Tonne. Das ist Quatsch. Ich hab keine Ahnung, was die Idee des Zuges ist. Niklas weiß es auch nicht wahrscheinlich. Das Er fehlt hat dir aber recht. hier. Ich kann mich erinnern, es ist irgendeine bescheuerte SOS-Variante kann man sie nennen. Aber H5, ich kann noch nicht mal erkennen, was der Sinn des Zuges ist, ehrlich gesagt. Dass der Springer nach H7 geht vielleicht, wenn Läufer G5 kommt? Das verspringt nach Hand. Das sieht auch sehr seltsam aus. Finanzfuß, danke dir für den Sub. Finanzfluss hätte mir auch gefallen, aber Finanzfuß ist auch okay. Okay, so was haben wir denn jetzt? Heskeller. Sein Comeback seit langer Zeit. Heskeller, Den mein Lieber. Flosen. Flosen ist doch immer für Gaming-Spielplatz am Start. Heute mal für mich. So, wir haben noch 7 Partien. Davon müssen wir. Wir müssen 6 davon gewinnen. Auf geht's, würde ich mal sagen. Ja. Hier wird eingeworfen, diese H5-Variante, das ist eher eine Kondom-Variante. Wie würdest du das sehen? Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Schlechteste Kondom aller Zeiten. Ja. Ja, anyway. So, jetzt haben wir 3 plus 2. Denn bei Spielern mit einer Spielstärke über 2000 spielen wir 3 plus 2. Und die beiden können sich gerne stumm schalten und starten. Roter Turm München, danke für den Sub, mein Lieber. Blue Flash, danke. Nochmal, das sind ja die ganzen Leute von Gaming-Spielplatz. Danke euch. Blue Flash, auch ein starker Spieler. So, hier, die beide haben ja ähnliche Zahlen. So, da geht schnell, sizilianisch. 3 plus 2 übrigens hier. Nicht 5 plus 3. So, das ist ja alles Theorie. Genau, F3. 15 F3 ist so eine Nebenvariante, Ja. die man E5 spielen kann. Standardzug, ne? Springer vertreiben aus dem Zentrum, Läufer E6. Schwarz arbeitet an D5. Ja, C4, ne? Verhindert D5, Genau, das genau. ist die Idee. Weiß hat Springer C3 zurückgehalten, um hier einen besseren Zugriff auf das Zentrum zu bekommen. Der weiße Plan ist relativ einfach. Springer C3, Läufer E3. Ich Ja, weiß wenn nicht, ob. Schwarz das alles zulässt, dann steht Weiß einfach bequem, denke ich. Also man Ja. muss schon direkt irgendwas unternehmen. Was ist hier der Plan mit Schwarz? A5, A4 oder sowas habe ich A5, häufig A4 gesehen. gibt es, ja. Weil der Springer auf B3 steht natürlich so da, dass man ihn angreifen kann. Turm C8. Ich glaube, Ja. Schwarz hat das noch nicht so häufig gesehen. Also ich glaube, das ist nicht die beste Reaktion, weil auf dem Bauern auf, also Läufer E3 und falls der Bauer auf C4 angegriffen wird, Springer B4 kommt, Springer D2. Springer D2. Nicht Springer D5, okay. Ja, Springer D5 ist natürlich auch gut. Springer A5 vielleicht. Springer A5? Dame A5.
Nee, nee, Ach, der von schwarz meine Schwarze. ich. Schwarze. Okay, A6 dürfte langsam sein. Das ist langsam, ja. Ja, jetzt kann sich Weiß einfach weiterentwickeln. So, André XXL, danke dir für 25 Euro, sagt Haskeller, mach it, Junge. Ja, wir hoffen es. Wir hoffen es. Jetzt macht der Springer A5 mit einem Zug Verspätung. Okay, aber Aber. was bringt das, wenn man den schlägt? Jetzt muss er den C4 decken, verstehe ich. Dame B3 sieht gut aus. Dann B5. Stimmt. Shit. Denn C4 zu decken ist gar nicht so trivial. Dame A4 Schach wahrscheinlich. Dame schickt, Springer schickt A4, Läufer schickt C4, Springer B6. Ja, was war denn das jetzt? Okay, Pandabu 980, danke dir für Ja, den Sub. Grüße gehen raus an Panda Bu. Okay, was ist hier falsch gelaufen? Dame A4, er Ja, sieht er findet es. Dame A4 stark. Leider. Es Oh, ist das ist nicht aber. schief gelaufen, weil es steht weiter gut nach Dame A4. Ja, weil der Springer auf B6 hat bei Läufer C4, Springer B6. Geht das wirklich auch? Ja, ne? Läufer E2, Springer C8. Vielleicht rechne ich auch mal in diesem Sub-Battle mal ein bisschen, anstatt immer Niklas alles zu überlassen. Na gut, da gibt es nicht sehr viel zu rechnen in der Variante. Also Springer D7 muss wahrscheinlich später auch. Jetzt kann Jetzt hat Weiß er B3 B3. spielen. B3, Und ja, jetzt sehr steht schön. Weiß fest Ja. und besser. Denn Weiß hat hier die Schwäche. D6, die er Schwarz hat belagern die kann. Schwäche. Schwarz, pardon, hat die Ja, Schwäche. ja, ja. Jetzt kann man König F2 spielen. Ja, okay, auch okay. Und jetzt spielt er auf der D-Linie, einfach auf den D6. Aber der ist gedeckt, der Bauer. Das ist jetzt nicht so leicht hier zu verwerten. Er muss immer Aber aufpassen, einfach. dass B5 nicht kommt, ne? Springer C3, Genau. B5 oder solche Scherze. Das stimmt. Springer C3 wäre ungenau wegen B5. Das ist ein guter Punkt. F5, ja, sucht die Aktivität, aber Weiß wird das wohl einfach erstmal stehen lassen. Oder er könnte auch schlagen. Vielleicht einfach schlagen. Schlagen, würde ich sagen, damit Ja. er keinen schwachen Bauern hat auf E4. Turm D2, er lässt es stehen. Okay. Ja, gewisse Aktivität kann Schwarz jetzt bekommen. Schlagen, Springer F6, Springer G4 Ideen vielleicht. Ja, genau. Das musste nicht Ich sein. hätte genommen auf E5. E4 ist schwach. Normalerweise nimmt man auf F5 und kann dann, spielt dann gegen das schwache Zentrumspaar von Schwarz Ja. D6, E5. Er muss jetzt Ja, Läufer F3 wobei machen. Springer Das ist, B6 ja, weil sieht Springer E5. funktioniert. Ja, weil E7 hängt noch, wenn er nimmt. Jetzt hängt er bei der E4. Bitte nicht stehen lassen. Genau, ja, gut, der ist zu stark, der sieht das natürlich. Aber Springer G4 ist schon Ja nervig. gut, ich denke, Weiß schlägt einfach, oder? Und spielt Springer D5. Ja. Er spielt trotzdem Springer G4, aber jetzt schlagen Springer D5 muss man schon schauen. Ich glaube, man verliert einen Bauern bereits, oder? Welchen? Den D6? Ach nee, man kann einfach den Läufer ziehen. Läufer F6, aber Läufer F6 auch ein bisschen seltsam. Gut, aber was soll man sonst machen? Turm F7. Vielleicht Turm F7, vielleicht der beste Zug, um auch Läufer F8 zu haben. Vielleicht H3 erstmal, weiß ich nicht. Damit der Turm nach D1 kann, der andere. Macht Ja. er auch? Ja, der D6, ich sehe den Ja, aber Flöten das. gehen Ja, hier. Moment, Moment, der E4 ist auch schwach. Läufer H5, Läufer G6. Macht er auch. Ja, ich kann nicht so einfach G4 spielen. Okay, ich kann natürlich Springer C3 spielen dann, aber der E4 ist halt schwach, ne? Immer. Das hat mir ein bisschen. Ja. Deswegen hätte ich auf F5 genommen, nicht den E4 zugelassen, dass auf E4 geschlagen wird. Weiß denkt nach. Ja, was hat er hier? Er macht G4, Läufer G6, Springer C3 muss er machen, der E4 hängt. Turm C8 ist interessant mit der Idee B5. Bin mir nicht sicher, ob das geht, aber die Ja, Idee der war auf B5. D6, ne? Naja, aber er kann ja jederzeit wieder Läufer E7 spielen. Ja, also erstmal Läufer E7, dann Turm C8, meinst du, oder? Naja, aber hier? Also, ich weiß nicht, mir gefällt König das. G2 muss erstmal wegen Turm F3. Oh, Turm Hey! F3 eingestellt. Turm F3 eingestellt. Jetzt kommt da rein, der Turm. Ja, Jetzt Turm ist er Ernst geht. da. André, danke für die 25 Euro, mein Lieber. Liebe André Grüße. XXL meinst du wohl? Hier steht bei mir André einfach nur. Achso, das ist Nein, bestimmt nein, was macht André er denn? XXL. Er gibt den schönen Springer für die zwei Leichtfiguren. Für den Turm. Für den Turm, meine ich. Das Nein. kann nicht gut sein. Die zwei Läufer, die sind hier doch Monster, sind die. Monster. Läufer E7. Schöner Zug. Man kann noch nicht zwei Läufer gegen Turm zulassen. Zwei Läufer sind ein Turm Uff.
Uff. Haus hoch überlegen, Haus hoch. Vor allem, das ist ja schon fast matt mit dem König da. Aber Turm E1 ging doch noch. Wo war denn das Problem? Na, der H3 hängt. Ja, gut. Ja, gut, also es wäre Ja, auch nicht schön geworden. Nee, Springer. Nee, ging er. Das gibt's. Läufer F3. Muss noch präzise spielen hier. Ist es noch nicht ganz um? Der B7 ist gedeckt, ne? Was ist das denn? Das Matt. Hallo! Das war die eine Drohung, die eine Drohung, die Weiß hatte. Uff, 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 uff. Ist keimt Das Hoffnung auf. war ein hartes, hartes Brot jetzt hier. So schnell kann sich alles drehen, ja. Unglaublich. Ja, Läufer F3, um die F-Linie zu verstellen. H5 wird es vielleicht auch machen. Minus 9, Leute, damit ihr Turm Bescheid geht wisst. zum C2, König G3, Turm G2, König H4, Läufer Wie F2. gut Schwarz hier stand, damit ihr wisst, wie gut Schwarz hier stand. Okay. Schade, Herr Skeller. Schade, schade, schade. Ah, das ist bitter, das ist bitter. Der Das Anschlusstreffer. ist 5 zu bitter. 2 nur noch. Chess Striker. Ja, das war wichtig. Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir das Comeback schaffen. Ja, ich wollte schon sagen, gleich steht Chess. 6-1 und dann müsst ihr den Rest gewinnen. Quasi, aber jetzt, ja, das könnte dem Team TWG Auftrieb geben. Alles gut, Lukas. Passiert. Schade. Gute Partie ansonsten. Aber dann, ja, ein Zug, so ist es im Schach, ne? So ist es im Schach. Ah, der Marcel. Der Marcel jetzt hier gegen den Fischerstechen. Fischerstechen. Fischerstechen Fischerstechen. gegen Ist Marcel. mir wohl bekannt von Chessens. Guter Mann, guter Mann. Ja, Niklas schafft es vorbildlich, die Werbung unterzubringen in den Stream. Ja, es stimmt aber auch einfach. Mit dem habe ich schon häufiger geschrieben. Und er hat tatsächlich auch ein Tattoo von Chessens. Von Was für ein daher, Tattoo? guter Mann. Was für ein Ding? Tattoo? Ein Tattoo, ja. Was für ein Tattoo? Ich habe hier nicht ganz hingehört. Von Chessens. Deshalb ist da meine Assoziation auch direkt da. Danke, André Xixel. Der BG, ja, Ja, das ist also der von kann losgehen, André Xixel. Fischerstechen. Hau rein. Danke. Hau ihn weg, den Chess Striker 24. So. Aber bitte stumm schalten. Ja, jetzt wichtig. So, das ist jetzt wieder von vorne Kategorie. 900 bis, ne, irgendwo um 1000 rum, glaube ich. Weiß ich Genau, gar unter nicht. 1000. Unter 1000, genau. Und dann gehen wir wieder hoch auf 2, unter 2,4 zum Schluss. Ganz genau. So, weitere sieben saftige Partien stehen uns bevor, oder wie? Sechs saftige Partien. Warum haben wir denn einmal. Was ist Aha. das denn? Kann hier Schwarz nicht einen Springer? Ja, nee, weiß war dran. Weiß spielt sehr passiv. Ach Oder ja. etwas passiv. Schwarz könnte D5 spielen, um einen weiteren Bauern im Zentrum zu haben. Wenn der Gegner sich so zurückhaltend aufbaut, dann könnt ihr das nutzen, um eure Bauern im Zentrum aufzustellen. Auch mit Schwarz. Keine Angst, schiebt die Bauern vor, wenn der Gegner es nicht möchte. Ja, sehr schön. Sehr schön. D5. Schöne Bauern im Zentrum. Jetzt Ja. würde ich ja schlagen und dann Springer schlägt E5 spielen, wenn weiß, wenn Schwarz mit dem Springer schlägt. Hä? Huch. Da steht kein Springer auf C3. Das kannst du nicht machen. Wie, was? Was reitest du denn da? E schlägt D5, Springer schlägt D5, Springer schlägt E5. Ja, Springer schlägt E5. Und dann? D4? Ah, D4. Er rechnet, ich nicht. Ja. Warte mal. E5, Dame D5, Springer Aber C3. Dame D5 ist vielleicht besser, aber es ist auch ein bisschen komisch. Okay, das ist aber zu kompliziert. Ja, natürlich. Es ist kompliziert. Man könnte auch direkt auf E5 schlagen, wenn man ganz dreist ist. Ja, Läufer Läufer G5 ist doch G5 gut. ist. Fesselt den Springer, ist doch gut. Ja, aber nach DE4 muss ich auf F6 schlagen, oder wie?
Ja, ich hoffe, weiß sie das. Ja, das ist zu weiter rechter Horizont, das stimmt. Wie du hoffst, weiß sie das? Bist du jetzt für Fischerstechen? Nee, Quatsch. Also, Schwarz muss auf E4 nehmen jetzt hier. Sonst hat er ein Problem mit D5, ne? Der Springer ist gefesselt. Ich hoffe, er sieht Wahrscheinlich, das. ja. Ja, das Jetzt sieht nicht er. sowas wie, ja, gut. Wir sind hier beim absoluten Minimumniveau. Sag ich doch. Da kann alles passieren. Ja, und wenn jetzt Weiß wieder schlägt, dann kommt der Damentausch und der Bauer auf E4 hängt, weil der Springer entfesselt Ja, ist. ja. Ja, aber dann geht immer noch Springer schlicht. Ah, ne, der Läufer hängt. Ah, ist kompliziert. Ich rechne gar nichts mehr. Ich lasse den Großmeister rechnen. Für TBG zu spielen, ist gefühlt nach jedem Zug die neun Schwänzige im Rücken zu spüren. Die neun Schwänzige. Ist das eine bekannte Peitsche oder ich bin mir nicht ganz Ja, sicher. im Mittelalter, glaube ich, so die. Da gibt es so ein paar, die sich im Kloster verbarrikadiert haben irgendwie und dann irgendwelche Märchen Achso. geglaubt haben, sich die Peitsche mal gegeben zu spielen. Springer Verstehe. D4, warum macht er das? Da hängt der E5. Er hätte den Bauern gewinnen können. Die neun Schwänzige. Das Und muss ich mir jetzt erstmal hier Naruto, anschauen. Naruto, das ist ein Streamer, nicht Streamer, das ist StarCraft, oder? Oder ist Naruto irgendwie wieder was anderes? Egal. Na, die Neunschwänzige sieht schon intensiv aus, auf jeden Fall. Werden mir direkt Lederpeitschen vom BDSM-Shop angezeigt. Ah, Auf Naruto ist Anime, Amazon. ja. So, beide wollen hier keine Bauern gewinnen. Was soll's? Ich glaube, das wird sowieso jetzt hier auch ein reines Nervending bis zum Schluss. Ne? Es Kennen wird wir eine ja. ruhige Partie. So, der Springer ist angegriffen. Ich denke, er sollte jetzt auf F. Oh. Das überrascht uns jetzt aber beide. Doch keine ruhige Partie. Doch eher eine wilde Partie, würde ich sagen. Ja, Niklas Aber lacht sich kaputt, wie üblich, meinst du, über den es wird ein Einsteller. Nerven? Meinst du, es wird ein. Nee, ich lache nicht über den Einsteller. Ich lache nur über deine Reaktion. Ich habe keine Dein Reaktion gezeigt. fassungsloses Staunen, dein fassungsloses Schweigen. Aber hier kann der Schwarz, nee, Ja, keinen guten Abzug machen. Weiß hätte noch den auf D4 schlagen können. Hat er aber nicht. Weiß nicht, warum er auf D4 nicht genommen hat. Egal. Aber was hat er jetzt überhaupt Ja, das eine. war die Dame, ne? Also, der Ja, Springer war gefesselt und. für einen Springer. Jetzt hängt F7. Boah, es kann ganz schnell vorbei sein hier gleich. Ja. Ja, ich glaube, das wird vielleicht nicht in die Verlängerung gehen. Ja, Schwarz hat leider vergessen, dass der Springer gefesselt war. Ich meine, der Zug ergab auch so wenig Sinn, weil der Springer auf D4 war angegriffen. Das war einfach Ihr müsst ein. euch bitte, achtet bitte darauf, der normale Reflex, wenn ihr noch nicht fortgeschrittener Spieler seid, eine angegriffene Figur bitte erstmal wegziehen, sucht nicht nach Gegenangriffen. Das müsst ihr erstmal lernen als erstes. Das ist die Basis. Je stärker ihr werdet, desto besser könnt ihr natürlich Zwischenzüge ordnen bzw. berechnen. Aber erstmal angegriffene Figuren erstmal bitte wegziehen oder tauschen, na? Aber nicht irgendwie nach was anderem suchen. Der Springer auf D4 hängt hier. So, pass auf, ich sehe hier schon die Varianten. Georges, Dame 4, Springer steht F2, Turm steht F2, Turm D1 Schach, Läufer F1, Läufer H3 und Matt auf F1. Meinst du, es Ja, kommt? nee. Aber eine sehr schöne Variante. Das zeigt, dass du im Training bist. Du bist sehr schnell gerade. Oder du bist Ich heute bin einfach. nur am Fabulieren. Aber sehr gute Fabulation. Fabuliererei. Ich bin am Träumen. Für Schwarz. Aber Springer G5 übrigens ein sehr guter Zug. Deckt den Bauern auf F7, deckt den Springer auf E4. Und jetzt Springer schickt F zu A. Ah, ne, es geht nicht für die Dame jetzt hier, denn D1 deckt ja Dame H5. G5 einfach. Ah ne, Springer E4 würde die Dame, okay, ja. Nein, nein, nein. Hä? G6 vielleicht. Ja, G6 hier. Eieiei, Schwarz hat alle Chancen. Aber Chessstrike, was macht er? Okay, die Hoffnung besteht natürlich, weil Er hier macht G6. befinden wir uns auf einem sehr, auf dem niedrigsten Niveau. Da kann noch was passieren. Dame hat nicht so viele Felder, muss man Aber hier
festhalten. Dame E2 wäre jetzt sehr safe. Dame H6 jetzt, aber wirklich Springer steht F2, ne? Also, Springer steht F2, dann kannst du auch hier mal ganz schnell andersrum gehen. Wenn Chess Striker gut zuhört, dann macht er den. Also, ich auch mit viel Fantasie sehe ich hier nicht, was passieren soll. Springer Warum? F2 kann er davon nehmen. Turm F2, Turm D1. Läufer F1. Ja gut, jetzt habe ich Springer H3 als Option oder Läufer H3. Läufer H3 Ja, willst Läufer du. H3 gibt es, stimmt, der Springer deckt den ja. Ja, Springer F2, stimmt, was macht man eigentlich an Springer F2? Dame G5, Springer E4, ne? Dann bekommt er die Figur wieder, die Dame wieder. Ja, und dann hat Schwarz sogar einen Bauern mehr. Okay, unabhängig davon, dass die Variante viel zu kompliziert ist für die beiden, stellt sich ja die Frage, was kann Schwarz hier überhaupt machen? Ne? Außer Springer F2. Läufer F8 greift die Dame an, aber die kann nach H4 leider zurück. Sonst wäre die Dame weg gewesen, ne? Ja, Witzigerweise. Tatsache. Ja. Naja. Tatsache. Läufer F8, hat er gehört. Nee, Springer F2, wenn der Springer F2, wenn er zuhört, hat er Springer F2 gemacht. Ja, wir müssen das nochmal in der Analyse anschauen. Ich vermute mal stark, dass es noch für Weiß gewonnen ist, aber aus praktischer Sicht wäre Ja. das schon eine heiße Kirsche geworden dann. Heiße Kirsche. Jetzt hängt E4 leider. Und Ja, man wenn kann er. Läufer E7. Ja, nee. Nö, der E4 Nee. hängt. Ja, der E4 hängt. Ich wollte die Dame gewinnen, aber es kostet zu viel. Läufer F5 muss man hier wahrscheinlich machen. Was sonst? Ja, jetzt läuft ihm die Zeit davon leider. Ja, es ist bitter, es ist bitter. Einfach die Dame eingestellt, einzügig. Heute Fehlerfestival, Gunny's World, danke dir. Bin ich für die Spartaner oder die Huschis? Ich glaube, das macht heute. Es Ist ist ziemlich egal, für wen du bist. F4 ist gewagt. Öffne ein bisschen den König. Jetzt wieder Läufer C5, ne? Läufer C5 Schach, ne? Ja. Ja, es ist Schach, ja. Ja, aber es hätte ja eh nicht viel gebracht, ne? Na egal, Läufer C5 Schach Naja, greift. also und dann Springer F2, Turm F2, Läufer F2, Turm D1. Halalili, sage ich dazu Hallo, nur. ja. Halalili. Ja, Heimik aber gut. 72, danke für den Sub. Das ist noch nicht durch, du. Der Springer auf E4 Nein, stark, nein, Läufer absolut nicht. C5. Ich bin mir auch sicher, dass Chris Chess Striker das hier noch nach Hause fahren wird. So klar. Naja, ja, aber da höre ich gewisse Ironie hier aus deiner Stimme jetzt. Nein, ich bin überhaupt nicht. Ich bin nie. Was ist denn Ironie? Kenne ich nicht. Kommt zwar aus dem Griechischen, aber stammt aus dem Achso. Griechischen. Ja, klar. So wie so vieles, ne? So wie die Ja, vielen wie guten Dinge. Tzatziki. Tzatziki sowieso. Hast du mein Tzatziki? Oh, G4, Habe ich stark. gegessen, ja. G4, starker Zug, nicht schlecht. Das stimmt, ja. G4 deckt doch F2. Aber trotzdem. Jetzt Ey, muss was er. heißt trotzdem? Wie rettet er den Läufer? G5 oder was? Ne. Doch. Ja, oder Springer F2 Schach. Ja, gut, Turm F2. Läufer F2, Dame ja. F2. Ach was? Aber was soll er denn machen? Der Läufer hängt auf F5. So, Hussein Besu ist dabei. Hussein Besu, ist das nicht ein deutscher Meister der Jugend? Wo ist er aber dabei? Ich grüße ihn auf jeden Fall. Hussein, ich grüße dich. Der ist deutscher Meister Hussein, U12. ja, und Zuschauer hier. Hussein, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Der ist letztes Jahr, glaube ich, U10 Meister geworden. Ja. Dieses Jahr U12. Rasiert auf jeden Fall. Rasiert. Hussein, grüß dich. Wie bei So. TBG ist er nicht dabei? Was ist denn hier da los? Müssen wir den Kleinen mal was beibringen? So, wie sieht's jetzt aus? Oh, Oh. der Turm, der, immer den Turm. Komm, dann ein Ah, bisschen ja, was. Dann dann. haben wir wieder ein bisschen Chancen. Nein, will er Ja. nicht. Ah, gut. Das war die Chance jetzt, den Turm schlagen. Ja. Dann schlägt Weiß eben den Turm, ne? Kann man nichts sagen. Das lacht sich kaputt. Ja, es war jetzt auch irgendwie lustig. Ja, leider eine sehr einseitige Partie, seitdem die Dame eingestellt wurde. Naja, ich fand dafür, dass die Dame weg war, war da doch noch ein bisschen Spannung drin. Ich meine, Fische stechen jetzt auch 25 Sekunden auf der Uhr. Timo fragt, was ist ein Stammstamm-Zuschauer? Habe ich Stammstamm gesagt? Manchmal wiederhole ich ja Wörter einfach so, ohne es zu merken, ohne es zu merken.
Ja, ist so eine Angewohnheit. Ja, es gibt natürlich noch Chancen, wenn Schwarz einfach schneller ziehen würde, aber er macht es nicht. Stattdessen stellt er weiter Material an. Moment, Springer H3. Ist fast matt. Springer F1, Springer H3. Springer F1, Springer H3. Springer F1, Springer H3. Springer. König H8, Dame F6 matt. König H8, Dame F6 matt. Ja Witzig. gut, das ist ja, ja gut. Ist ja jetzt nicht schwer, Gewinn hier für Weiß zu finden, wenn Weiß die Dame mehr hat. Ne? Ja, nimm mal auf D1 bitte, Springer komm, nimm mal auf. H3. Ah, er sieht es nicht, er sieht das Springer Problem H3 nicht. hätte die Dame gewonnen. Ja, Turm D1 erstmal den Turm, gratis. Wieder hin. Ja. Oh, jetzt geht's Springer los. F6, nimm die Dame weg, ja. Ich glaube, das Jetzt wird wird, noch eine heiße er wird Kirsche. nervös, vielleicht lässt er die Zeit ablaufen. Oh, Schade, hol dir den jetzt holt er das Turm. Schach. Jetzt holt er sich mit dem Springer den Turm, witzigerweise. Nicht mit dem Turm, den Turm. Ja. Komm schon, Fischerstechen. Ja, hol dir das Ding. Spiel weiter, komm, spiel weiter. Vielleicht lässt er die Zeit ablaufen. Komm, König G5, geh mit dem König nach vorne. Greif mit dem King Kong an. Lass den Springer nicht stehen. Springer G5. Oder so, Springer F3 Schach drohen. Der eine Springer hier, ne? Nicht, dass der noch rasiert. Ja, lass die Zeit ablaufen. Die spielen aber plus 3. Es ist extrem schwierig, hier die Zeit ablaufen zu. Wieso nimmt er den Läufer nicht? Egal. Material spielt keine Rolle für Schwarz. Einfach so gewinnen. Irgendwie. König nach vorne, irgendwie matt setzen. König nach Ich habe H3. Angst. Ich habe Lass die Angst. Zeit ablaufen. Komm, 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 komm. Lass die Springer F3 Zeit Schach. ablaufen. Springer F3 Schach. Komm. Nein. Ja. Springer G5 hier oder so. Springer weiß ich. Klar, Spiel G5. Ja, was soll er denn machen? Er hat ja keine Figuren mehr. Ja, G3, was ist das denn? Ist doch, oh Gott, oh Gott. Ich kann auch noch vernehmen. Er stellt alles ein. Ja, was soll er da machen? Er hat nur den Springer. Oh, Ja, oh, oh, oh nimm den weg, ja nein. sicher. Nimm den weg. Ei, ei, ei. Fischer, Nimm den komm, weg. hol's Nimm dir. den Fischer weg. stechen. Nimm Nein, den weg, oh nimm den weg, nein, nimm den. nein, Nimm den weg, nimm alles weg, nimm alles nein, weg. Fischer Kurz, stechen, nein, lass die Zeit zieh, ablaufen. Nimm den weg, nimm den nein. weg. Ja. Feuer C4, Feuer Der C4. eine Springer, ich wusste es. Ich wusste es. Der eine Springer. Der eine Springer. Was ist das denn für eine Partie? Oh König geht Gott. weiter, lass die Zeit nicht ablaufen. Diese, Das ist völlig. dieser verdammte Springer, der ist so Ja, aber trickreich. trotzdem, es ist noch nicht vorbei. Wir spielen Es hier auf. ist. Ach komm, es ist doch jetzt vorbei. Okay, es war schon 20.000 Zieh, Mal vorbei. Junge! Ah. Was ist das denn? Was war denn das bitte? Oh Was war denn Gott. das bitte? Der eine Springer. Der eine Springer. Das ist ja unglaublich. Der Springer hat alles Das war abgeholzt. ohne Witz in drei Zügen, drei Figuren, ne? Turm E5, Läufer C4, Springer A5. Als wär's Räuberschach, echt. Ach, schade, Fischer stechen. Da Das die war echt Zeit, Paid, die das war Zeit. Paid Actor, ey. Das war echt Paid Actor vom Feinsten, ey. Oh Mann. Also, das habe ich noch nie gesehen. Also, 1,5 Jahre Stream und das habe ich noch nie gesehen. Das war echt das Da ist echt alles schiefgelaufen Geilste. jetzt. Es ist Unfassbar. echt alles schiefgelaufen. Also, das habe ich echt noch nie gesehen. Also, ich meine, jetzt lachen wir wirklich, weil das einfach sehr lustig war. Ne? Also, ich meine, er hat wirklich drei Figuren hintereinander angestellt. Der Springer, ne? Der Springer. Ja. Vor allem hätte er auch einfach den Bauern auf H7 hier schlagen können. Und ja, ach ja. Es ist ja eine traurige Oh. Geschichte. Jetzt ist schon der zweite geschenkte Punkt hintereinander, da muss man sagen. Der zweite geschenkte Punkt hintereinander. Wenn das so weitergeht, Freunde, ist jetzt sind nur 2 Punkte Unterschied. Also ich meine. Ja. Und jetzt haben wir Cowley gegen Sokrates. Uff, ich glaube, da muss ich mir erstmal ein Wasser holen. Mir ist so schwindelig geworden von den ganzen von Gackern. Der Verlierer vom Subbattle muss diese Partie auf YouTube analysieren. Naja, eigentlich reicht der Stream-Ausschnitt, ne? Also das war göttlich, ey. Also, zack. Zack. Der stellt echt den Springer so hin, dass man ihn schlagen kann hier. Ja. Wie krass ist das denn, so, die nächste Partie ist Cowley gegen Socrates Unlimited. Vor allem der Springer, ne? Der hat ja auch noch die Dame geschlagen davor. Der hat Stimmt. quasi Dame, Turm, Läufer, Springer hat das halbe Brett leergefegt. Unglaublich, der Monsterspringer, Der ey. Monsterspringer. Uff. Okay, Sokrates, ich glaube an dich. Komm, hol dir das. Hol dir das Ding hier. Sokrates Martin, Unlimited. danke für die Auch 10 Euro Trinkgeld. übrigens, Dankeschön. wenn ich das erwähnen darf, ein eifriger Chessens-Schüler, schon das Programm Absolut. 1400
durchgemacht, jetzt bei Programm erreicht 1700 DWZ. Jetzt bringt's aufs Brett. Sokrates Unlimited. Das bringt's aufs Brett. Was du bei Niklas gelernt hast. Genau. Oh. Bringst aufs Brett. Mir ist echt schwindelig geworden von der Gackerei. Okay. Gackerei. Ja, das war auch einfach ein bisschen unerwartet, ne? Also, aber klar, wenn die Zeit gering wird, ne? Und deshalb, so ist es. Deshalb muss man. Ja. Es probieren. Danke, Zito, für die 50 Bits. Doch, die werden gezeigt, aber das war jetzt ein bisschen anders angezeigt als sonst. Danke dir. Evelie 90, danke dir für den Zap, mein Liebe. Ich vermute mal, dahinter verbirgt sich eine Dame, eine junge Dame. Danke. Oh. So, was haben wir hier? Ein Gambit? Das ist ein Gambit, schottisches Gambit oder sowas? Du weißt das besser als ich. Ja, als ob ich das spielen würde. Ich kenne nur das Göring-Gambit. Hier Läufer C4 statt Springer schlägt C3. Und eigentlich, ich glaube, man sollte das nicht annehmen, sondern einfach D5 spielen. Aha, aber hier geht doch schon Läufer F3 jetzt. Läufer F3, Dame F3, Springer E5, meinst du? Ein bisschen Vereinfachung. Nein. Nichts. Ach, Kauli spielt das mit Weiß. Ja, hat er das von dir oder wie? Nein. Ich aber dachte, du bist sein Coach. Ja, weil. Nee, egal, ich sag da nichts. Du sagst nichts? Willst du nichts verraten? Nein, ich habe. Quatsch, nein. Hab, wenn ich es ihm beibringen würde, dann richtig, ne? Aber nicht so. Jetzt, das ist doch gar keine Kompensation jetzt, weil der Läufer ist gefesselt. Oh, ich sehe da schon Kompensation. Ja? Ja, das wird schon passen. Obwohl der Läufer natürlich lästig ist. Ja, klar, der Läufer auf K5 ist super nervig. Kann jederzeit Läufer F3 machen, Springer E5 und tauschen. Ja, das stimmt. Und Kauli hat jetzt normale Züge gemacht, aber das sind normale Züge, die du machst, wenn du keinen Bauern geopfert hast. Halt, ne? Wenn du einen Bauern opferst in der Öffnung, dann musst du natürlich aktiver spielen. Ich vermute mal, nach D6, Läufer C4, Läufer G4. Ich vermute mal, dass man hier Dame B3 machen muss, Freunde, mit der Idee Dame schlicht F7 und Dame schlicht B7. Läufer G4 ist wahrscheinlich ein Fehler, aber man muss natürlich aktiv spielen. H3 ist schon zu spät, weil der Läufer deckt F7. Ja, das ist wichtig. F7 ist ein Wunderpunkt. Und das ist halt die Sache, wenn ihr Gambit spielt, dann müsst ihr auch natürlich die Idee... E5? Das geht doch gar nicht. Den kann man schlagen erstmal, oder? Was ist das? Der kann einfach schlagen. Der kann Läufer F3 machen, der kann Springer E5 machen. Das geht alles hinten und vorne nicht. Gut, nach D schlägt E5, dann kann Weiß die Damen tauschen und schlagen. Aber ansonsten. Aber ich glaube, Kauli hat hier vor allem ein Ziel. Was geht Partie. Denn hier? Was wird denn hier rumgeopfert heute von meinen Leuten? Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, Kauli hat ein Ziel sonst vor allem in dieser Partie. 50 Bits. Ja, mich zu nerven, ich weiß. Nein, nein, nein. Er möchte nicht. Auf Zeit verlieren. Er hat einmal auf Zeit verloren. Ja, aber ich meine, das war schon traumatisch, ne? Das muss man sagen. Das war schon traumatisch, denke ich, für ihn. Ja, er schlägt mit dem Bauern leider. Mit dem Springer wäre deutlich stärker gewesen. Angriff auf die Dame. Kann man den Läufer tauschen. Schwarze zwei Bauern mehr. Jetzt hat weiterhin Weiß Kompensation. Turm D1. Ja, Turm D1. Ich würde schon wieder lieber Weiß spielen. Gefühl. Ja, Turm D1. Lieber Weiß, jetzt übertreibst du ein bisschen. Ja, warum? Turm D1, Springer D4. Gut, dann musst du. B7, ne? Ja, Dame B7. Ah, Dame B7. Uiuiuiui. Ja, ja, nee, Turm D1. Gut, dass er Turm T1 gemacht hat. Das, ja, aber das basiert ja jetzt natürlich darauf, dass Schwarz mit dem D-Bauern genommen hat und nicht mit dem Springer aufgegriffen hat. D5 war ja ein Riesenbock von Schwarz. Und jetzt ist Weiß wieder im Game. Er ist besser entwickelt. Alle Figuren im Spiel. Gambit-like, alles vorbereitet, alles im Spiel. Schwarz, die Schwerfigur noch auf der Grundreihe, Problem. Aber zwei Bauern, ne, Freunde, zwei Bauern, das ist eine Menge. Ja. Auf der anderen Seite war es halt sehr freies Spiel. Dame C8 oder was soll jetzt hier kommen? Ja. Geht dann Läufer F6, Springer D5 oder so? Kauli hat Angst vor der Neunschwänzigen. Ja. Dame E8. Und Springer B5 sieht gefährlich aus, ne? Ah, da Turm C8 geht noch. Läufer schlägt F6 und Springer D5 kann man auch drüber nachdenken.
Läufer D8 wieder zurück. Das Problem ist wahrscheinlich, ist, dass jetzt kann Schwarz das definitiv abwehren, egal was Weiß macht. Läufer B5 gefällt mir auch, um auf den E5 drauf zu gehen, aber obwohl, man droht es noch nicht, weil Schwarz dann wieder schlagen könnte. Er schlägt auf F6. Der Zug ist logisch. Kann man nichts gegen sagen. Also der Zug ist logisch. Vorher ist was falsch gelaufen, nicht jetzt. Vielleicht Springer D5 und dann. Oder Dame F5? Was denn? Oder Dame F5, Läufer D3, dachte ich. Ja, kann ja noch kommen. Läufer E7 muss jetzt erstmal wahrscheinlich sein. Man will hier nicht den Einschlag zulassen. Oh, jetzt Oh, gewinnt die Dame. Jetzt gewinnt die Dame. Ja, mal no, gucken, ob er sieht. Mal gucken, ob er sieht. no, no. No. Alles gewinnt. Alles gewinnt für Ja, Weiß. Springer F6 Schach. Alles gewinnt. Also erstmal Springer F6 ist sowieso per se logisch, weil er gewinnt einen Bauern, auch wenn er Turm D4 nicht sieht. Lol, lol. Lol, die simpelsten Taktiken werden nicht gesehen, ey. Mann! Oh Mann. Springer F6 Schach. Da ist einfach was weg. Einzügig. Das gibt's doch nicht. Oh nein, er lässt Springer F6 wieder zu und Dame Nein, Springer G6. F6, Springer Springer F6 und Dame. F6. Das öffnet den König. Es öffnet den König. Springer F6, Dame G6. Da kommt die Dame rein in die gute Stube. Und dann schlägt Also Weiß Leute, auf Springer F6 ist H6. nicht schwierig zu sehen. Da kommt Sorry. der Turm rüber. Ja, also man muss den Zug ohnehin spielen, einfach nur aus dem Grund, dass der schwarze König geschwächt ist. Und er macht es jetzt auch. Aber findet er Dame G6? Findet er Dame G6? Dann kann sich Cauley heute unsterblich machen. Simple Taktik. Ob er sieht, er Nein, sieht es nicht. Dame E4. Die Dame verdurstet auf dem Weg nach G6. Ja, das sind Ihre alles Läufer fesselt Standardtaktiken. Das ist den traurig. Bauern. Jetzt kann Schwarz sich vielleicht langsam konsolidieren. Hier König H8, Turm G8 und so weiter und so fort. Schön, dass es immer noch nicht mit dem offenen König, aber es könnte schlimmer sein. C6 ist ein bisschen lahm, macht jetzt nicht so viel. Dame G6 wiederum sehr stark. Aber gut, wenn er es eben nicht gespielt hat, wäre es überraschend, wenn er es jetzt spielt, muss man ganz klar sagen. Oder Dame H4 greift die beiden an, das ist auch okay. Ja. Aber greif was an, bitte. Nicht Läufer D3, dann kommt F5. Ja, es geht Ah, das auch, ist aber. wahrscheinlich seine Absicht, ne? Läufer D3 zu Ja, spielen. deswegen hat er Dame E4 gemacht, Ja, ja. bestimmt. Ja, Dame G4 Schach, es gibt hier, also Weiß steht, er Er sieht findet es. es! Das gibt es Ja, nicht! Das Mann! gibt es nicht! Da ist er drin! Geht Da ist er doch! drin! Verdammte Da ist er Hacke! tief drin in der schwarzen Stellung. Eieiei. Eieiei, jetzt werden die Bauern weggenommen. Wie reife Früchte an einem Ja, aber Spätsommertag. er hätte aber zuerst die H6 nehmen sollen. Egal. Stimmt. Ja, aber Läufer D3 ist auch in der Luft. Also das wird jetzt Schwarz höchstwahrscheinlich Okay. nicht überleben. Das ist, ja, die Oh. Bauern, die werden gefrühstückt. Dame Und jetzt muss G5 er und dann nur den den, Turm rüber, dann ist es matt, ja, oder oder was? direkt den Turm rüber. Ja, Springer Abzug ist egal in dem Fall. Dame G5. Ja, man muss ein bisschen aufpassen vor Springerabzug, aber es ist egal. Es ist matt auf der H-Linie, wenn das richtig spielt. König H8, Turm E4 und Turm H4 müsste matt sein. Na, Turm macht E5 macht er auch gut, aber jetzt zumindest Springer F3. Turm G8 Oh, direkt einzig gespielt. Was matt, ist matt, das denn? matt, matt. Das kannst du nicht Nein, bringen, aber Mann, er es war verpasst das Matt. einzügig! Aber die Dame hängt, das ist sowieso vorbei. Aber man kann auch mal Matt setzen, wenn man die Gelegenheit hat, oder? Man kann auch mal Matt setzen. Ne? Ja, gut, er wird jetzt die Dame schlagen und dann gewinnt er schon, aber Dame H6. Ja, gut. Turm E5. Ja, nimm bitte die Dame, komm, nimm die Dame weg. Er lässt dich zappeln. Er lässt dich zappeln hier. Er will, glaube ich, doch auf das Matt gehen. Doch, jetzt schlägt er die Dame. Gut. Ja, okay. Der Springer hängt, Dame F7 hängt, komm. Dame G4 holt sich den Springer mit der Dame, geht natürlich auch. Ja. Eieiei, Freunde. Gleich steht es nur 5-4. Da ist unser Vorsprung aber richtig ge geschrumpft, ist der. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Noch ist es nicht vorbei. Ja. Er hat genug Zeit und Er must hat have genug learning. Zeit.
Er hat genug Zeit. Er hat die Dame mehr. Der König ist schwach. Also, ich meine, hier müsste jetzt schon Und großes Wunder Schwarz passieren. hat keinen Springer, ne? Also. Ja, Schwarz hat keinen Springer. Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt nicht mehr. Ah. Ach Mann, es war doch alles in Ordnung soweit. Und dann wurde der schwarze König aufgerissen. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Ich sag's dir, mit Flosen ging's los. Chess Striker war natürlich eben nochmal. Ja, das war natürlich gerade sehr glücklich. Das war extrem. Und Ja, jetzt aber geht's so viel weiter. Material, wie wir eingestellt haben davor. Aber heute echt, heute fällt ganz schön was von den Bäumen, muss ich sagen. Also heute wird viel geopfert. Ja. Also unfreiwillig natürlich. Es ist auch Herbstanfang heute, ne? Es passt. Es sollte Herbst anfangen? Heute vom Datum? 21. September? Oder 22, ich vergesse das immer. Eins von beiden. Fesselt den Turm, das ist eine schöne Sache, weil droht H4. Es droht Turm D6, Turm alles D6 tot. Schach. Ne? Ja, ey, hoffentlich macht er jetzt nicht irgendwie H4. Sehr schön, komm. Schön den Hussein Turm einsacken. sägt. Schön Was den Turm los, einsacken. Niklas? TBG hat schon 10.000 Abonnenten mehr als du. Ja, TBG macht doch deutlich mehr. Und diese 10.000 mehr Was machst Abonnenten du eigentlich sind mit deinem auch Bay? hochverdient. Was Turm für G8. Abonnenten? Hast du dein Abonnenten? Bild verändert, Niklas, auf Skype? Mein Bild? Du bist plötzlich ganz klein. Ja. Jetzt? Ist besser wieder? Du bist plötzlich. Wie meinst du, ich bin Du bist klein? plötzlich nicht mehr zu sehen. Ich weiß nicht. Nein, du bist nicht mehr zu sehen bei mir. Ich weiß nicht wieso. Habe ich aus Versehen irgendwas? Nein, das ist doch wohl mein Fehler. Ich habe dich. Hä? Was ist denn hier passiert? Okay, Leute, okay, okay. Ja, schade, Schokolade. Sokrates, denn unlimited, hier? schade. Was Kaoli denn hat es hier? nach Hause gebracht. Alles klar? Moment. Irgendwas spinnt hier bei meinem Streamlabs. So, ist die Partie vorbei? Die Partie ist vorbei, ja. Also, der kritische Fehler für Schwarz war hier, das Schlagen zuzulassen auf F6. Läufer E7 wäre die Lösung gewesen, um nicht die Schwächen des Königs zu erlauben. Warum hat er nicht die Dame mit dem König geschlagen? Moment. Ach so, Aber das haben wir erstmal. jetzt verpasst. Es kam Dame schlägt G5, König H7. Was ist denn jetzt los? Ja, ich frage mich, Das haben was wir hier beide los ist mit verpasst. deinem blöden Skype hier. Was soll denn das? Was Ja, passiert denn man hätte das? das die Dame schlagen können, aber Weiß würde natürlich trotzdem gewinnen mit Turm und Läufer, klar. Ja, Ich Frank, mach war dir nichts draus. in Du der Eröffnung lernst. Springer schlicht E5, ne? Wo Kaoli E5 macht hier. Das ging Ja, alles nicht das vorne, nicht. stimmt. Springer E5 ist einfach schwarz, Ja. steht komplett auf Gewinn hier. Stimmt, genau, Frank, das kannst du ja auch noch mitnehmen. Hier, Springer schlägt E5 statt D schlägt E5, dann den Läufer abtauschen, Figuren entwickeln. Sehr solide Stellung für Schwarz, zwei Bauern mehr sollte sehr gut sein. Und ja, Frank, nimmst du wieder was mit? Das ist alles ja Praxis. Mit jeder Partie lernt man was. Insofern, mach dir keinen Kopf. Und wir holen das natürlich, denn wir haben jetzt den Kumpel 365. Den Kumpel 365. Ganzes Jahr ist er der Kumpel. Und er spielt jetzt gegen Gürk. D, Gürk D. Also, Kirk, was für ein die Gürk. beiden, Kirk, die beiden haben Kirk. sich auch schon gepaart, bitte? Kirk D. Kirk D. Kirk, Kirk D, ja. Ist ein Deutscher, deshalb D. Kirk Dessler ist kein Deutscher, aus der Schweiz wieder. Ja, gut, also quasi, ne? Quasi. Mittelländer. Ein deutscher Name, meine ich. So. Ja.
Bitte den Stream stumm schalten, dann kann es hier losgehen. Wir müssen jetzt mal die Streak stoppen. Die letzten drei Partien hat Team TBG gewonnen. Ich glaube, mein Schwein läuft um den Stall herum. Was ist denn hier los? Schön, wie du mal alle klassische Sprüche um. Kirk, genau. Was denn nun? Kirk. Kirk oder Dirk? Kirk. Come on, Kirk D. Das ist die Läufer G5 hier nach D4, D5. Was ist das denn? Ja, jetzt ist F6 bester Zug. Ja, hab ich schon mal gesehen. Das ist kein Kirk. Witz übrigens. Ne? Also ich mache ja häufig Witze, aber es ist kein Witz. F6 nein, ist bester Zug. Du machst keine Witze, Niklas. Alles klar. Gut, dass wir es geklärt haben. Ja, bitte. So. Er spielt das gut mit Schwarz. C6, Dame B6. Gefällt mir. Greift B2 an. B3 ist immer eine Schwächung. Hier gibt es E5. E5 ist saustark. Hier E5 und dann Dame B4 oder sowas, ne, wenn er nimmt. Das ist korrekt. Ja, diese Läufer G5-Variante, der habe ich noch nie über den Weg getraut. Nee. Das sieht auch so komisch aus. Ich meine, man entwickelt den Läufer und ja, was soll das? Also es wird nichts angegriffen. Ja. Nee, E5, Dame B4, denke ich mal. Und dann, er sieht Boah, Läufer. Kirk. Ja, Kirk oder so. Läufer B4. Stimmt, Läufer B4 ist noch stärker, ne? Klar. Ja, Läufer B4 ist noch stärker. Nicht Dame B4. Dame B4 geht noch Dame D2. Nee, Quatsch. Dame B4 gewinnt einfach. Der Läufer hängt doch auf A4. Ja, klar. Und D4 droht. Ja, klar. Aber also, Läufer B4 übrigens wäre wahrscheinlich noch stärker gewesen. Wegen D4, ne? Und dann Läufer C3, ja. Ja, das wär ein richtiger Kill gewesen, aber auch so kann man jetzt hier... Oh, der Läufer hängt. Ja, den wird Schwarz auch einsammeln. Das war ja seine Idee. Also Kirk hier... Aber kann das sein, dass Kirk die vorbereitet ist auf diesen Quatsch mit Läufer G5, weil er diese Motive jetzt hier runtergerasselt hat? Nicht schlecht. Läufer B4 auch sehr stark. Dame B4 war schon ein ungewöhnliches Motiv. Ja. Ich glaube, Kirk einfach hier in Topform leider, muss man sagen. Ist aber noch nichts vorbei. Kennen wir ja. Ja, also so wie Kirk bisher aufträgt, schon eine Ansage, muss man sagen. Okay, Dame E7, Dame C5 sieht nach noch einem Gewinn aus. Vielleicht sieht er das. Dame E7, Dame C5, man, echt, man hat so eine schwache, so schwache schwarze Felder, weil man B3 gespielt hat. Das ist Dame D8, Dame A5. Ja, Dame A5. Ist wahrscheinlich sogar stärker. Nee, A3 hier, ne? Dame A3, Dame A5. Dame A5, Dame A5, Man muss den Springer wieder zurückbringen nach E2. Wohl oder übel, Läufer D3 übersieht das und man verliert nicht nur den Springer, man verliert auch noch gleich den Turm. Also es ist echt hier ein Drama auf den schwarzen Feldern. Gut, Schwarz hat das verpasst, Dame A5. Jetzt hat er nochmal die Gelegenheit. Dame A5. Ja, leider. Also jetzt wird es wieder spannend, weil immerhin hat der weißen Bauern im Zentrum. Ja. Leider hatte Schwarz verpasst, direkten den Sack K.O. direkt total den K.O. Zu verpassen. Ja, B3 war fürchterlich von Weiß, weil es die schwarzen Felder geschwächt hat und vor allem der Läufer war schon weg von C1. Ja, weit weg und bald auch vom Brett weg. Ja. Schachtherapeut, was denn? Ja, das Tauschen gefällt mir auch nicht, weil jetzt kann Weiß D4 machen und der Bauer E5. Ja, okay, das ist natürlich jetzt hier Meckern auf hohem Niveau. Schwarz steht auf Gewinn, aber rein technisch ist es nicht mehr so trivial wie vor 4 Zügen. Genau, Weiß hat jetzt hier erstmal ein kräftiges Zentrum und Schwarz wird noch ein bisschen brauchen, bis sich seine Figur wirklich bemerkbar macht. Sebastian Siebrecht macht hier schön Werbung für seine Schachwoche in Solingen, 22. bis 25.09., also von morgen bis Sonntag, nee, 25. Samstag. Mittwoch bis Samstag, nicht Sonntag, im Hofgarten. Was ist Hofgarten? Wahrscheinlich ein Einkaufszentrum, vermute ich mal. Wer in Solingen lebt, geht gerne mal vorbei bei Großmeister Sebastian Siebrecht. Faszination Schach, großes Programm, jeden Tag, 10 Stunden. Dafür ist Sebi bekannt. Okay, B4 finde ich gut, verhindert C5. Was mir gefällt, ist, dass Kumpel sehr schnell unterwegs ist. Also zumindest auf der Uhr macht er Druck. Am Anfang hat das nicht so gut geklappt. Da wurde direkt was eingestellt. Aber jetzt ist es hilfreich, dass man zumindest 2 Minuten mehr hat, wenn man schon mal die Figur weniger hat. Schachtherapeut, du, klar kannst du da hinkommen, aber du wohnst ja ein bisschen weiter weg, ne? Jeder kann da hin. Nachmittags gibt es auch Turniere für Erwachsene. B6 gefällt mir gar nicht.
Na Warum egal. nicht? Ja, Springer B6, Springer C4 hätte mir gefallen. Na, dann komm Springer D2. Na, Springer Oder B6. F6, F6, das Ganze mal aufreißen da. Einfach mal die Stellung öffnen. Ja, aber ich finde C5 schon ein sehr sinnvoller Plan. Also ich weiß nicht, warum er jetzt zögert. Das muss ja schon seine Idee gewesen sein hier. Ja, das Später. macht mir auch ein bisschen Sorgen. Er spielt sehr langsam in der Figur mehr. So, C5. Ja, vielleicht B5. Man will so viel Material wie möglich auf dem Brett behalten hier für Weiß. Denn je mehr abgetauscht wird, desto mehr wird sich auch der Springer bemerkbar machen. Turm D1. Auch vernünftig. CB4, Dame B4, Springer C6 vielleicht. Obwohl die Dame könnte dann reinkommen nach D6. Ist nicht so trivial für Schwarz. Man muss gewisse Probleme Naja, lösen. er aktiviert seine Figur nicht. Seine Figuren stehen auf der letzten beiden Reihen. Er spielt zu passiv. Ja, die weißen Bauern sind eben sehr kompakt im Ja. Zentrum und da hat man keine Ziele. Die nehmen auch viele Felder weg für die Springer. Kommen nicht so richtig ins Spiel. F6 seit Ewigkeiten spielen. Und dann ist die Stellung offen. Dame D6 vielleicht oder Dame B5, Dame B3, Dame B2 ein bisschen passiv für meinen Geschmack. Ich glaube, Dame D6 hätte mir besser gefallen. Zumindest ein wenig Unruhe stiften in der schwarzen Stellung. Dame C7 bietet sich an für Schwarz. Verdoppeln auf der C-Linie. Jetzt vielleicht A5. Schwächen provozieren. Weiß braucht irgendwie Linien für die Türme und die einzige C-Linie. Die einzige offene Linie ist die C-Linie, aber da steht bereits Schwarz. G3 erschließt sich mir nicht. Vielleicht will Weiß H4, H5 spielen, aber. Gut. Ja, jetzt hat Weiß einfach Schwarz alles erlaubt. Also hier Verdopplung der C-Linie. Und Weiß versucht jetzt einfach inne zu verharren. Hier. Guck mal, ob Aber er F6 Schwarz hat jemals volle macht. Kontrolle. F6, F6, das Zentrum attackieren. Weiß muss dann auf F6 nehmen und dann kommt der Springer über D7 nach E4. Jawohl, er hat es gesehen. Super. Ja, das ist ein wichtiger Zug, weil der E5-Bau wirklich extrem lästig ist für die Springer. Und jetzt, ja, der Springer nach E4, das steht da natürlich bombenmäßig. Und Ja. Weiß kann nicht so richtig gegenhalten. Ja, jetzt, gut, man müsste mal Turm A2 oder Turm D2 machen, weil wenn der Turm auf der zweiten Reihe auftaucht, plus dem Springer auf E4, dann aber gute Nacht. Ja, aber Schwarz ist viel zu langsam in einer Stellung. Die Züge sind nicht besonders schwierig. B5, B4, er lässt sich leider Macht er. etwas. Ja, aber das waren schon wieder 8 Sekunden für ein recht. Ja, haben wir hier einen zweiten Kauli? Wir werden sehen. H4. Ja, Gar nicht Springer so doof. E4, die Nee, der Zug ist. Familiengabe. Nee, der Zug. Springer E4, komm. Springer E4, stimmt. Springer C3 hier, ne? Kann nicht verhindert werden und das gewinnt die Qualität. Obwohl Dame D3 könnte man noch machen. Turm D3 hilft nicht. Das genau Oh, das das ist auch stark. Springer ist auch D2 stark. muss. Wenn Schwarz auf F2 schlagen kann, dann gute Nacht. Auf Springer D2 geht natürlich immer noch Springer Springer C3, ja. C3. Klar. Okay, das ist Gute die Dame. Nacht. Das ist die Mama. Hau das Ding weg. Sicher. Ja, sicher. Eieiei, das ist der vierte Sieg und das wird der Ausgleich für. Ja, noch ist nichts vorbei. Der spielt Das wird langsam. der Ausgleich. Ach du Jemine. Das gibt es doch nicht. Was für ein Turnaround. Was für ein Turnaround mal wieder heute. Ja, aber Und dann er, nur noch drei hallo, er Partien. spielt sehr langsam. Ja, aber er spielt auch verdammt stark. Guck dir das doch mal an hier. Ja, Springer E1, noch ist nicht vorbei. Okay, jetzt ja. Dame D3, nimm den Turm weg. Nimm den Turm weg. Warum braucht er so lange, um das zu sehen? Ich verstehe das manchmal nicht. Dame schlicht E3 Schach. Egal. Egal. Hauptsache er gewinnt. Es ist aber immer noch kein Matt, ne? Dame E4 Schach, Dame. König G1. Ja, das macht kein Matt. Ja, gut, er zieht den Turm, dann spielt er Dame E2 und dann hat sich das. Aber was spielt er denn so lahm? Er will dich nervös machen.
Ich meine, die Stellung ist ja, Ja. was gibt es denn da zu überlegen? Jetzt haben wir zwei. Warum spielt er denn so lahm? Ich verstehe es nicht. Nee, er hat eine fürchterliche Verbindung übrigens, ne? Hat Scheiße. er? Ja. Ein Ding jetzt nur. Der ist voll im Okay, roten jetzt zieht er Bereich. aber einfach durch. Ja, aber er ist halt super lahm. Ja, gut, mit zwei Damen wird das jetzt schaffen. Jetzt spielt er auch wieder schneller. Der hat aber nur ein rotes Ding. Scheiße. Jetzt entspann dich. Er hat zwei Damen und 18 Sekunden. Wo ist das Problem? Ja, es ist auch matt in zwei, wenn das richtig spielt. Ich glaube, der hat wirklich mega Lag. Mega Lag. Zum Glück ist die Partie jetzt vorbei im nächsten, sonst hätte ich noch Angst gehabt. Mann, 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 ey. Der hat mega Lag. Gut, dass er nicht irgendwie die Verbindung unterbrochen wurde. Okay, ja. Gute Partie von Kirk, also gut, Ja. starker Anfang. In der Mitte ein bisschen nachgelassen, aber Ja. nie den Gewinn aus der Hand gegeben. Immer die Figur mehr gehabt und dann nach Hause gebracht. Ja, Kumpel, wenn man am Ende 3 Minuten 37 noch hat, dann weiß man, das Zeitmanagement hat hier nicht gepasst. Das war quasi das Gegenteil von Kirk. Bisschen mehr Zeit verwenden auf die kritischen Momente und dann hat man bessere Chancen. Okay, so, drei Partien haben wir noch. Es steht 5 zu 5. Und als Wirklich? nächstes, ja, du hast das Match schon abgeschrieben gehabt, ne? Aber dann kam Flosen. Das Dann kam Flosen, Flosen. ja, das war erstaunlich, das Ding da. Mit dem Springer, das war natürlich Das unglaublich. war das war der absolute Turnaround. Da haben alle wieder Hoffnung geschöpft. Da sind die Spartaner erwacht. So, Grille, 60 jetzt. Veteran Ja, des Dancing Sub-Battles. Duelist. Oh, Didi spielt. Didi ist super stark. Die beiden haben sich schon gepaart, dann kann es jetzt losgehen. Bitte stumm schalten und die Partie beginnen. Moment, wir müssen erstmal die Prediction noch. Ja, ist Ja, die okay, kann auch läuft. nach dem ersten Zug starten, oder? Ich Ich meine, will, also. ja, natürlich. Hallo, hör doch mal zu. Was denn? Gucken, wie viele Sekunden die noch dauert. Wenn die nur noch 5 bis 10 Sekunden dauert, klar, können die dann starten. Ja, Springer zu 6. So, 5-5. Kirk, Dancing spielt sehr gerne diese Variante, Moskauer Variante oder Rosso Limo. Was war das jetzt? Das war Moskau. Ja, manchmal denke ich, TBG hat sein ganzes Vermögen auf seine Subs gesetzt. Ja, wir sind eben mit Fisch und Fleisch dabei, wie man Alter, so da wäre schön ich echt sagt. schon bettelarm schon längst, ey. Da wäre ich schon längst in der, weiß nicht, in der Hungerküche unterwegs jeden Tag, um Essen zu bekommen, ey. Klaus sagt, ich habe Alkoholverbot. Bitte macht es nicht so spannend. Okay, Klaus. Wir probieren unser Bestes, aber es liegt nicht in unserer Hand, ne? Wir sind nur die Kommentatoren. Die Spieler machen das hier. Hallo Dr. Mettwurst, grüß dich. H6, ganz wichtiger Zug. Weiß hat ein schönes Zentrum. Schwarz steht ein bisschen gedrückt gleich. Springer C3, Springer F6. Ja, macht doch Entwicklung, einfach Springer. mal D5 direkt Stellung öffnen, oder? Ab Stimmt, geht's. ja. Er lässt sich jetzt ein bisschen Zeit, ist egal. Ja, gut, er hat die Zeit. Also, ich meine, jetzt nach H6, gut, Springer C3, logischer Zug, aber man kann natürlich schon schauen, wie kann ich hier die schwarze Ja. Vernachlässigung der Entwicklung bestrafen? Was denn? Das war ein richtiger deutscher, Läufer grammatikalisch diesmal korrekter besser, Satz. passt. Läufer F1 ein bisschen, naja, zurück Ja, ein ins bisschen Körbchen. devot, oder? Ja, stimmt, man kann natürlich einfach mal D5 spielen, ne? Der Springer da. Jetzt macht das. Okay. Ja, du hast natürlich recht, ohne Springer C3 wäre das noch stärker gewesen, weil man hätte auf D7 nehmen können, dann auf E6 und solche Sachen, Ja, ne? ja. Aber egal. Aber auch jetzt ist es lästig, weil der Springer keine guten Felder hat. Naja, muss wieder zurück, ne? Nach B8 vielleicht. Aber Wahrscheinlich. Wohin sonst? warum nicht Obwohl, Springer? Springer E5. Ja, Ja, eigentlich, warum nicht warum nicht, Springer ne? F5? Genau. Warum eigentlich nicht? Springer D4 würde ich machen. Springer D4, Druck erhöhen auf E6 und
dann F4 Drohnen eventuell, aber Absolut, ja. ja, Drohne ist übertrieben. Ja, Spieler Aber. D4, dann sollte man vermutlich schlagen auf D5. Dann mal endlich kurz rochieren. Springer E5 und D6 ist auch eine Idee. Oh, das ist. Ja, muss man Stimmt. sich sicher sein, ne, dass man den Bau noch halten kann. Aber vielleicht. Was ist das denn? Der Zug war jetzt nicht in meiner Kandidatenliste. Ich meine, Okay. ganz verkehrt ist es nicht, ein bisschen Raum am Greifen, Läufer zu entwickeln nach B2, aber das war jetzt nicht so der Zeitpunkt. Vor allem schwächt auch das Feld C4. Den Springer auch auf C3. Egal. Du wirst schon froh, wenn nichts eingestellt wird, ne? Das ist dein, ich glaube, Das ist ja, dein das ist ja. Maßstab. Ich bin echt froh, wenn jetzt eingestellt wird heute mehr. Das wäre schon echt genial. Ja gut, der letzte, der spielt, ist Phaseus. Der hat sowieso in den letzten Sub-Battles immer bombastisch gespielt. Also da Oh, gehe ich vom ja. Und dann sicheren haben wir noch die Punkt. jugoslawische Schachschule gleich, ne? Genau. Genau. Gegen Die den Game einzig Talk. wahren Roland. Okay, ja. Ja, wir brauchen eigentlich hier einen Punkt, Grille. Also hau rein. Ja, B4 ist natürlich komisch, weil was soll das? B5 ist keine Drohung oder so. Und die Musik spielt woanders, aber okay, wenigstens denkt Grille nach. Da bin ich Die schon mal Musik zufrieden, dass. spielt woanders, den merke ich mir. Den merke ich mir. Was ist das? Ist mal oder was? Oh. Oh, Springer E5, D6, da ist der Läufer weg. Mal gucken, ob er sieht. Ah, ja, jetzt ist er genau reinrochiert in die weiße Falle. Ja, B4 waren nicht. Nein, er sieht es nicht. Er ist Er dumm. sieht es nicht, aber also die Drohung ist ja nach wie vor in der Stellung. Ist Schwarz muss dumm. was tun gegen Springer schickt E5, D6. Bitter, bitter, bitter. Wir waren schon wieder. Ja, Taktik ist einfach unglaublich wichtig, Leute. Vor allem die Kandidatenzüge, ne? Er hat es Schlagen, nicht gesehen. schlagen und dann. Ja, Jetzt, jetzt kommt jetzt, nach D6, macht jetzt. die Sechern weg. Nein! Didi, du geile Sau. Der Oh. Sicher. Oh Der Gott. Sicher, Didi. Jetzt ist Ich TBG riech am den Audi. Frohlocken. Ich riech den Audi. Nee, Audi hat nur vier Wege, ne? Den Mercedes Audi, hat ja, vier. den Ich riech den Olympia ist Mercedes. es schon. Es wird Olympia. Oh, die auf F8. Alter! Auf F8 hing der Turm. Ja, Zwischenschach, Freunde. Zwischenzüge, Meine Taktik. Güte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Da hing der ganze Turm noch. Ja, die Damen zu tauschen mit Figur weniger ist jetzt auch nicht die beste Strategie. Ja, das wird schwer für die Grille. Das wird schwer. Das wird schwer. Leute, denkt dran, nicht immer sofort reflexartig irgendeinen Zug machen. Kurz Immer nachdenken, kurz nachdenken. kurz nachdenken, immer. Ihr habt 3 Sekunden pro Zug. Nicht reflexartig. Das ist ja auch kein Bullet-Partie, ne? Man ist ja eine Ja, Blitz. da braucht man nicht pre-moven oder sowas. Das wäre ja tatsächlich unfair gewesen, den F8 auch noch zu nehmen, aber. Unfair. Ja, sagt ihr mal den Chat, der sagt. Unfair. Das ist Schach, Freunde. Ich gehe mal kurz Pipi machen. Wie mitten in der Partie? Ja, warum nicht? Aber nimmst du uns wieder mit? Nee. Okay, gut. Ja, weiß droht die Türme hier abzutauschen auf D8, deshalb sollte man vermutlich den Turm zurückziehen nach E8. Aber es ändert natürlich nichts daran, ja, guter Zug, dass Schwarz eine Figur weniger hat für einen Bauern. Der Bauer ist auch nicht besonders gefährlich. Wird schwer, wird schwer. A4, B5 wäre jetzt eine Idee. Ja. Was hat da eigentlich TBG für einen massiven Stuhl? Secret Lab, ja? Ist er Secret Lab? Botschafter, oder? Was ist da eigentlich noch zu sehen? Ist das das Bett von TBG rechts? Seht ihr das? Oder sehe nur ich das? Ah, ich glaube, ihr seht das gar nicht. Das sehe nur ich. Ich glaube, rechts ist das Bett. Es ist frisch gemacht. Okay, so, G3 verhindert Springer F4. Gut, der Springer kommt wieder zurück. Was will man noch machen? Springer am Rand macht auch keinen.
Radau. A4, ja, das ist ein guter Zug. Ist Trupp B5. Der Läufer könnte auch gefangen werden wie sein Kompatriot. Danke, Ibasi, aber ich dachte, ich wollte irgendwas Neues sagen. Immer Kummer und Schand. Irgendjemand hat mir ein anderes gutes Sprichwort beigebracht, aber ich habe es wieder vergessen mit dem Springer. Springer an der Kante? Nee, es ging anders. Egal. Springer am Rand ist ein freies Land? Nee, das war es auch nicht. Aber probier es weiter. Irgendwas war Springer? Es war so ungewöhnlich. Springer an der Ecke? Jetzt frisst mir eine Schnecke. Ich glaube, so war es, ja. Ja, Tippi Gerd, massiven Stuhl. Das stimmt. Das stimmt. Oh je, yeah. Ach Gott, Klaus, jetzt. Ja, nee, jetzt habe ich es auch verstanden. Ist ja ekelhaft. Klaus, was ist nur bei dir schiefgelaufen, Mensch? Springer am Rand, sieht kein Land. Nee, das war's nicht. Springer am Rand, Trumpf in der Hand. Nee, das war's nicht. Das war's nicht. Der Springer hängt und der Hänger springt. Was? Boah, das war aber eine lange Session bei TBG, oder? Da hat er sich einiges angestaut. Ja. Turm D8. Springer am Rande, gib mir die Kante. Nee, das war's auch nicht. Springer am Rand ist das Schacher Schand. Das klingt schon besser. Vielleicht war es das. Wir haben auch wieder den Springer am Rand. Bist du wieder dabei? Läufer D4 jetzt und dann noch ein Bauer weg. Das sieht gut aus. Ja gut, es Okay, er sieht wollte alles gut nicht. aus hier. Er wollte es nicht, genau. Er hat es gesehen, aber er wollte es nicht. Ja, Läufer A3 ist komisch. Warum? Ja, ist egal. Komm, jetzt erfreue dich doch einfach an der Stellung. Er wird das schon gewinnen. Warum fragen eigentlich die Leute immer, ob man die Hände gewaschen hat? Ist das jetzt für euch so wichtig oder was? Ich verstehe das nicht. Jedes Mal, auch wenn ich auf Toilette gehe, kommt immer, hast du dir die Hände Ja, gewaschen? das ist klar. Vor allen Dingen, ich meine, als ob man irgendwie mit 1.000 Leuten hier sitzen würde und anfassen Ja, würde. also Ist ja eh was allein so. kümmert Also. euch das, ganz ehrlich? Niklas, der Toilettenbeauftragte. So, ich sehe hier schon Springer G5 und dann Matt auf H2 irgendwie. Das ist der Traum. Jetzt, Springer G5, auf geht's. Ja, komm, let's go. Jetzt wird er nervös. Jetzt wird er nervös. Ja, jetzt Jetzt hängt muss er er. schon Drei, völlig Läufer unnötig. G2 Alles finden. so unnötig wieder. Alles Also. unnötig. Läufer G2 muss er machen, ne? Was will er Ja, sonst Tor, er kann machen? auch zurückgehen einfach. Turm D3. Ja, das stimmt. Er kann leider auch die Heimreise antreten. Läufer G2 geht auch, weil Turm C1 hat er ja nicht, ne? Also. Ne, Läufer G2 geht wunderbar. Obwohl, Turm A2. Turm A2. Turm A2. Ja. Es ist komplett unnötig, was Weiß dazu lässt an Gegenspiel, aber gut. Also alles nach wie vor im grünen Bereich für Weiß, ne? Aber Turm A2, man kann H4, ne? rumstenkern. H4 geht ja auch, H4 als Zwischenzug. Aber das Problem ist, ist natürlich auch zeitlich Ja, jetzt, ne? ja, Zeitlich ja. angesetzt. Ich sehe die Hoffnung. Das Feuer ist H4 noch nicht geht's ja gut. erloschen. H4 ist 1-0 direkt, so, aber gut. Ja, gut, Ja. okay. Springer F3, Läufer F3. Ja, guck dir mal die Zeit Es an, ne? ist Er tut sich mega alles schwer eins. mit einer total simplen Stellung, ne? Okay, Turm A1, Turm C. Ja, gut, es passt noch alles. Turm A1, Turm C6 oder Turm D1 selbst. Leider, leider ist hier noch nichts, noch kein Trick dabei. Ah, passiv, okay, das gefällt mir. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil er jetzt gefesselt ist, aber gut. Springer 7, so jetzt muss man irgendwie an den Läufer Ja, rankommen, aber wie? okay, Springer das C4. Springer D6 hätte zum Beispiel, na nee, hätte er nehmen können. Na egal. Ja, aber es ist halt so, Schwarz droht nichts, Deckenkö Turm, König E1, weiter geht's. Ja, deckt den Turm. Springer C4. Man kann weiter ein bisschen stänkern mit Turm A2 Schach. Man muss sagen, Grille 60 spielt jetzt schnell und spielt nach vor lästig. Er hat zwar nicht viele Figuren, aber er macht das Beste draus. Läufer D2. Jetzt natürlich die Türme auf dem Brett halten mit Turm A2. Sehr schön. Und die Zeit wird geringer. Steigt dann die Nervosität? Oh, Das war da klar, dass ist er doch den was einstellt. weg. Es war so klar, dass er den Da ist doch einstellt. was weg. Das war so offensichtlich, dass er es macht. Ja,
Jetzt sind die Chancen Spiel wieder meine gestiegen. Güte, du hast keine Züge. Was denkt er denn so ewig nach, in der Stellung? Das ist so einfach gewonnen. Weiß steht immer noch auf Gewinn übrigens, falls ihr euch fragt, mit den beiden Läufern und der Schwäche auf B6. Aber es ist jetzt, ja, König D7 guter Zug auch hier, um die Schwäche zu verteidigen, ist schon deutlich schwieriger geworden natürlich. Also. Jetzt verliert er den B-Bauern, so wie er das spielt. Er muss Läufer Ja. B1 machen, der darf den B5 nicht verlieren. Ja, Turm B2 wäre eben möglich, um den Bauern zu gewinnen. Es Läufer geht Läufer F1, jetzt ist er F1. gezwungen. Jetzt mach mal Läufer F1, bitte. Er Das muss kann den doch nicht so Läufer wieder schwer ranbringen. sein. Zieh den scheiß Läufer, wie lange er nachdenkt, für Läufer F1. Nein, er Er gibt den Bauern, aber ist Schwarz will ihn nicht. komplett lost inzwischen. Komplett lost, was die Ja, Partie gut, angeht. mit 10 Sekunden ist es jetzt auch kein Sahneschlürfen, ne? Komplett lost inzwischen. Das gibt es überhaupt Turm nicht. A3, Schach, warum schlägt er denn nicht den Bauern? Zwingt er den Der König F3 hat er weg? gesehen. Der F3 Ach hängt. so, der F3, Er weiß gar nicht, was okay. er machen soll in der Stellung. Aber nicht, dass er gleich den Turm einstellt mit Turm F2. Läufer E2, Er Turm zieht nicht F2, Läufer mehr. E3. Das ist so ein Scherz, Nicht Turm ey. F2, bitte nicht Turm F2, bitte. Bitte Er nicht macht Turm Turm F2. F2. Auf dem Niveau Nein, erwartet Turm man das. A3, komm, Ey, du hast komm. eine Minute Das Grille. kann doch Du nicht hast eine wahr Minute sein. Grille. Das kann doch Grille. nicht wahr Nein! Grille! Oh Gott, oh sein. Gott. Das gibt es überhaupt nicht. Das Oh ist so Gott. schlecht, Jetzt ey. macht der Nimm Läufer echt E3. Lübe Oh weg. Gott, oh Gott. Mann! Grille. Ah, Eine Grille. Figur mehr. Oh, 3 Minuten jetzt ist auf es der Uhr. aber. Ah, du hast eine Minute auf der Uhr. Nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit. Nein, nimm dir doch die Zeit. Oh Gott, ich werde verrückt. König C5, das war ein Ja, guter aber Zug. das König Problem D. ist. Geh doch nach D4. Du hast eine Minute auf der Uhr. Er zieht a tempo jeden Zug. Ich werde wahnsinnig. Ah, gut. Jetzt sollte es wohl Remis werden, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier jetzt noch passiert. Eine Figur mehr und über 3 Minuten, 3 Minuten Zeit. Das kann doch nicht wahr sein. Im Ernst, also das gibt's gar nicht. Jetzt stellt er es ein mit Schwarz und noch. Ja. Läufer Jetzt kann F3, Läufer F3. nur noch Weiß gewinnen, Kann nur logischerweise. noch Weiß gewinnen. König E6, guter Zug. Läufer Ah, H6. na Aber er gut, hat wenig Remis ist, Zeit. glaube ich, das. Er kann mit Remis der, ist. er kann mit der Stellung nichts anfangen. Ah. Der Turm ging, jawohl. Er hat eine Minute 17. Sag Weiß, mal, ich weiß, bin so ich viel zu schnell. hier. Was ist denn los? Nein, Ich er habe will hier. natürlich auf Zeit spielen, weil der Gegner hat Ja, dann aber das, extrem ich kann langsam nicht auf gespielt. Zeit gewinnen, wenn mein Gegner 3 Sekunden dazu bekommt mit jedem Zug. Wie will ich denn da auf Zeit gewinnen? Oh Gott. Oh Gott. Das war einfach nur, also das Grille hat sich selbst geschlagen. Das hätte er auf jeden Fall gewinnen können, logischerweise. Die Zeit nutzen, Freunde. Nutzt die Zeit. Noch ist nicht Dafür ist sie vorbei. da. Noch ist nicht vorbei. Ja, ach Putt komm. is incoming. Ja, ach komm. Also was wir hier an Geschenken jetzt verteilt haben. Was soll das denn? Die Gut. Partie war sowas von gewonnen für Weiß. Ja. Also das war traurig, dass er das nicht locker nach Hause gefahren hat. Und da war eine Figur mehr mit 3 Minuten. Er hat auch noch den Turm auf F8 stehen lassen. Einzügig. Glückwunsch, Didi. Super Partie. Gott. Oh Gott. Kann es noch schlimmer werden Von jetzt? vorne bis hinten, sensationelle Partie. 5 Siege in Folge. Das ist echt krass. Ich kann es selbst nicht glauben. Also, was ist das hier? Wir haben gewettet, du 10 Subs, ne? Zahlst du, ne? Übrigens. Nicht, Freunde. Was ist denn Oh. los? Ist das echt wie verflucht, seitdem Flosen gewonnen hat? Bogenko gegen Roland. Okay, komm. Wir können das hier noch holen. Wir können das noch holen. Zumindest so unentschieden. Niemals. Ich glaube nicht, dass ich Phasos das hier gibt. Phasos. sage. Was fangen die denn schon an hier? Phasos gewinnt ja sowieso immer. Also der ist in letzter Zeit in bombastischer Form. Ich kann nicht glauben, dass ich das hier sage, dass wir jetzt auf ein Unentschieden hoffen, nachdem es 5-1 stand. 5-1! Ganz scheiße, 5-1 stand das da. Und Das ist komplette unglaublich. Gewinnsteuerung bei Heskeller, komplette Gewinnsteuerung, also mehr als Gewinnsteuerung bei Fischerstechen. Da es hätte eigentlich nach 8 Partien hätte es hier gelaufen sein sollen. Das Keine Ahnung, Match. ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Also der muss ein anderes Sub-Becken haben. Er guckt ein ganz Mann. anderes Ja, Sub-Becken jetzt bist gerade. du natürlich hier. Jetzt bist du happy. So, ja, Bogenko kann auch antworten. Wir sind da. Und stummschalten bitte und weiter geht's. Ja, warte noch ein paar Sekunden. Bogenko. Ja, jetzt kannst du beginnen. Komm, stumm schalten, ihr könnt anfangen.
Borenko, du kannst gerne anfangen. Ich weiß nicht, ob du zuhörst, aber Wette ist, Prediction ist Jetzt gelaufen. stumm schalten und los geht's. Ich glaube, der guckt noch in sein Ja. jugoslawisches Buch rein, was er spielen soll auf Springer F3. In sein jugoslawisches Buch vor allem, ja. Man kennt Ja, es. man geht es. Man kennt es. Ja, Borenko spielt immer sehr interessantes Schach, sagen wir es mal so. Sehr schnelles Schach vor allem, oder? Wieso sehr schnell? Er hat schon 7 Sekunden verbraucht für 3 Züge. Nee, aber ich dachte, dafür ist er bekannt. Ja, ich weiß nicht, was er da macht. So Dame Indisch irgendwie. Jetzt muss er bei E6 machen. Klar. Ja. Das ist jetzt so Dame Indisch, ne? Eieiei. Eieiei. Ich dachte heute, das wird ein ganz entspannter Sieg, ne? Ganz entspannt, ganz entspanntes Match. Und jetzt 5 in Folge. Boah, das ist natürlich, das ist erstmal eine Packung. Das ist strange, ja. Das ist ja eher so ein bisschen wie so ein Aktienkurs, ne? Immer in so Wellen. Mal nach oben, mal nach unten. Ja gut, okay, wir müssen jetzt die Kehrtwende schaffen. Das ist nämlich unsere letzte Chance. Ein Punkt noch für Team TBG und das Ding ist durch. Ja gut, Faser ist es sowieso sicher. Ach komm, hör auf, bitte. Lemon Curry ist solid. So, was ist das hier? Das ist eine solide Stellung mit Schwarz. Und mit Weiß Weiß. hat ein bisschen Raumvorteil. Schwarz hat dafür schon den König rochiert. Weiß wird jetzt rochieren und dann in der Regel wird dann C5 gespielt und dann wird vieles getauscht. Oder man kann auch auf Ja. C4 nehmen und dann auf C5 spielen. Aber C5 ist sehr, sehr logisch in C5 solchen Spielen. direkt, ne? Why not? Why not? Nee, wir haben den letzten Sub-Battle auch gewonnen, Marcel Tagarin. So ist es nicht. Nee, das war unentschieden. Und dann haben wir Bullet gespielt, was ich gewonnen habe, möchte ich anmerken. Gar nicht. Nein, 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 mein Lieber, so nicht. Weiß ich nichts mehr. Ja. Obwohl du die Maus hast, ne? Welche Maus? So, So. ja. Hast du Die keine Maus? Maus. Wie spielst du denn? Ich habe auch eine Maus, aber ich habe nicht die Maus. Die Apropos Maus. Gamer-Maus. Morgen gibt es ein SteelSeries Blitzturnier. Wird organisiert auf Twitch. Ja, Ich da habe ich organisiere dir die SteelSeries perfekte Blitzturnier Überleitung und gegeben, ne? lass mich mal ausreden. Und unter allen Leuten, die mitspielen, Na, was wird denn da verlost? verlose ich eine SteelSeries Wireless Aerox 3 Nein! Gaming Maus Nein, Ultralight. das kannst du doch nicht Sicher. machen. Im Natürlich kann Wert der so. von? Keine Ahnung, 60, 70 € oder so. Uff. Okay. Schöne SteelSeries Maus. Also Leute, wer Bock hat morgen, Blitzturnier 19:30 Uhr, 2 Stunden, 3 plus 1. Ich verlose unter allen, die mitmachen, mindestens diese eine Maus. Vielleicht kommt noch mehr dazu. Mal schauen. Okay. Okay, dann mache ich auch mit. 3 plus 1, Leute. 3 plus 1. Aber wie soll ich das gewinnen, wenn ich die Maus noch nicht habe? Du kannst dich ja auf deine Spielstärke ausnahmsweise mal verlassen. Auf was Spielstärke? Nein, ich brauche die Maus. Ich brauche sie. Okay. So, was ist hier los? B3? Das Turnier Ja. ist morgen 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Und spielst du auch mit? Ja, selbstverständlich. Ach so. Was, wenn du die Maus gewinnst? Bam! Da ist Das ist eine das Ding! Verlosung. Da spielen locker 50 Leute mit. Das wäre schon sehr erstaunlich, wenn ich mich selbst lose. Okay. So, Just Lasse, danke dir für die Mitgliedschaft, mein Lieber. Vielen Dank für den Support. Okay. So, jetzt wurde mal die Spannung gelöst, aber E5, ja, Springer F5 wahrscheinlich. Das muss man nur mal prüfen, wenn Schwarz hier direkt nach vorne preschen kann im Zentrum. Ja, schöner Zug, Springer Springer. C5. Gefällt mir. Ja, Ja, B3. Springer E5 hätte mir noch mehr gefallen. Springer Ah. E5 sogar, ja. Ah, schade, egal. Ja, weiß hätte wohl mit dem Bauern auf D4 wieder schlagen sollen, um nicht hier die Felder zu geben. Hier, Läufer B1, okay. Jetzt kann Schwarz auf C4 schlagen und bekommt die bessere Struktur. Weiß träumt wahrscheinlich hier von Mattsetzungen auf der langen Diagonale. Was, da Schwarz auch H6 gespielt hat, gewisse Schwächung da ist, nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Leute, Aber ja.
Was denn? Ja, ich poste mal das Turnier in den Chat, Leute. Dann wisst ihr Bescheid für morgen. Alles klar. Hat Johnny jetzt schon gemacht, okay. So, schwacher Bauer auf C4, sehr schön, Bogenko. Alles klar, just, just. Nee, just. Okay, hab dich. Alles klar. Da weiß ich jetzt, weiß Bescheid. Just Lacey, ne? Wenn der Vorname Englisch ausgesprochen wird. Anyway. Okay. So, Bogenko doch gar nicht so schnell unterwegs. Ich hatte den so schnell Aber im sehr, sehr Kopf, langsam. aber doch nicht. Ja, ich sehe schon so ein bisschen die Dame C2, ne? Die Dame Ja, läuft auf habe ich C7, schon, hab ne? ich schon erwähnt. Das ist die weiße Absicht. Und weil Schwarz schon H6 gespielt hat, ist man nicht mehr so fest im Sattel da. Springer E4 will jetzt vereinfachen. Okay. Gibt Wahrscheinlich eine gute Sinn. Idee. Ja, er kann auch springen. Ja, Läufer E7, Dame Muss. E7. Dann Dame C2 ist aber gefährlich, ne? Da muss er vorsichtig sein. Stimmt, Dame C2 ist ein guter Zug, ja, damit Schwarz nicht hier tauschen kann. Top Spectre. Ja, Dame C2 stark. Guckt hier durch und dann darf Schwarz nicht den. Okay, das ist okay wegen Läufer E4 und dann kann er den Läufer tauschen. Bitte mit dem Läufer nehmen. Dann tauschst du den Läufer und dann hast du die bessere Struktur. Ja, gut, ich meine, das Matt ist sowieso, ich meine, Schwarz kann immer jetzt Springer F6 und man wird den Springer nicht abtauschen können. Also das Matt Ja. ist mehr jetzt Wunschsache, jetzt Rot auf Dame steht A3. Hier steht Schwarz einfach gut wegen der besseren Ja, Struktur. ja, Weiß ja. hat die vereinzelten Bauern am Damenflügel. Also bloß nicht den Springer unmotiviert irgendwo hinziehen, dann ist nämlich Matt auf H7. Ja, Turm FD8 ist sehr logisch. Turm auf die offene Linie, droht E5. Schwarz steht sehr gut. Springer F6 geht Ah, auch. Musste jetzt nicht unnötig, sein. unnötig. Bring mal den Turm ins Spiel. Der spielt nicht mit hier auf F8. Ja, Das ist gut, der kommt ängstlich schon noch. gespielt. Das ist ängstlich. Ja, ist so. Sei doch nicht so hart, Mensch. Ist doch nicht so Ja, schlimm, Springer F6. Läufer E4 war eine Idee, hätte er machen können. Weiter tauschen. Ja, ob wir merken, ob jemand bis zum Anfang, bis zum Ende mitspielt, das können wir natürlich nicht hundertprozentig, aber ich sehe ja, wie viele Partien die Leute morgen spielen. Alle Fragen zum Turnier morgen können wir morgen klären. Ja, jetzt kann man auf A3 einfach zugreifen, da spricht nichts gegen, leider. Oh je, yeah, ich sehe schon, das ist das Ende. Das ist das Ende für uns, für Team Hoshi hier. Okay, er schlägt nicht auf A3, es gibt noch Chancen. So gar nichts passiert hier, nur einen doofen Bauern mehr. Naja, noch nicht mal was mehr. Hier ist, was denn das? Ist doch gar nichts los hier. Naja, das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Guck doch mal, wie gut alle schwarzen Figuren stehen. Die stehen alle perfekt. Ja, aber er hat, also erstmal, Weiß hat viel, viel mehr Zeit. Ja, das ist auch das Einzige, was für Weiß spricht in dieser Stellung. Der Läufer ist jetzt auch richtig stark auf der langen Diagonale. Kann er eigentlich froh sein, dass er den auf dem Brett behalten hat? Ja, aber G3 geht einfach. Wo ist das Problem? Ja, aber dann sind die weißen Felder auch so schwach. Es ist hier schon. Puh, muss man sich überlegen, G3 oder F3. Boah. Vielleicht sogar F3. Nee, dann kommt E5 und Läufer schlägt F3. Man muss G3 machen, wohl oder übel. Nein, netter Typ, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Unter allen, die mitspielen, wird gelost morgen. Und alle Fragen, was betrifft morgen im Turnier, was sollen diese Fragen für das Turnier morgen jetzt? Ja, jetzt hast du es. Jetzt sind die Leute heiß auf die Maus, ne? Ja, Ja, wieso klar. stellen dir die Leute jetzt 20 Fragen wegen Chessens, nur weil du Chessens erwähnt hast? Nee, das passiert nicht. Das ist alles schon klar. Wenn man sein Schach verbessern möchte, dann kommt man zu Chessens. Das ist simpel. Und bereit ist, ein bisschen was auszugeben. Ja, gut, natürlich kommt das nicht klar. Was es wert ist, dafür muss man bezahlen. Das ist logisch. H5 macht er, okay. Ja, E5 wäre sehr stark gewesen. Dame Oh, C5. Oh, Turm ja. D4, 0-1. Turm D4, stimmt. Und der Turm auf. Ja, das Problem ist, er ist jetzt Er ist jetzt im Zockermodus, er ne? ist jetzt im Scheuklappenmodus und sieht Er nur ist im noch sein. Ja. Zockermodus. Nee, Turm aber ich meine, die D4. schwarze Stellung ist so gut. Springer Ja, Turm. E2 muss wahrscheinlich. Ja, aber H3 ist noch nicht mal eine große Drohung, weil wegen Nee. G3. Okay, jetzt nimmt er sich Zeit. Die Braut muss er sich auch nehmen, denn die Störung ist wirklich hochkritisch. Ja, er merkt gerade wahrscheinlich, dass auf der Diagonale auch. Also Dame C5 zum Beispiel wäre auch extrem stark, ne?
Gut, dann könnte man sich noch mit Dame 3 halbwegs Ja, rausreden. und Springer C2 eventuell, aber ich meine, Schwarz ist. Das Problem ist, Schwarz hat so viel Zeit verbraucht, dass er jetzt natürlich schneller wird halt, ne? Ja, sollte aber trotzdem genügen für auch einen Altmeister wie Bogenko. Dame C2 löst das Problem mit dem Turm, aber Dame E3, Dame F's. Jetzt Turm D4 wiederum und dann Dame E3 Ja, aber gewinnt das sieht ja nicht, das ist so wiederum. kompliziert. Er macht den Zug, den man, das bringt gar nichts, der GH3. Aber Kommt es schadet vergeben. auch nicht, also ist auch ein guter Zug. Na, Springer H5, Springer F4 wäre auch eine Idee. Jetzt Turm Aber. D4. Er wird es machen, ist Nein, Bogenko. er sieht es nicht. Natürlich, Er hat na, doch. er geht rein. Nein, er ist kein Taktiker. Der sieht sowas nicht. Okay. Das ist nicht so, dass er irgendwelche Kombinationen groß rechnet. Ja. Gut, steht trotzdem sehr, sehr gut hier. Ja, aber er hat keine Zeit. Ich würde hier auf Weiß setzen. Na, komm. Schwarz Die hat keine Schwarzstellung ist Zeit. so gut. Ja, aber keine Hier muss schon. Zeit. Hier muss Zeit schon ist viel einiges schief laufen. wichtiger. Zeit ist viel wichtiger als ein blöder Bauer. Da B3, das sind ja gleich noch mehr Bauern, die hier fallen. Plus der weiße König. Da ist das Ding! Da ist die Mama! Da ist sie im Sack des Springers! Ja, ich sagte es doch, Ja, das wollen das war wir zu erwarten. sehen! Das war zu erwarten. Er hat zu langsam gespielt. Ne? Die Zeit ist 10-mal wichtiger als ein dämlicher Bauer. Bessere Stellung auf Ja, dem Niveau jetzt hat hast man. du natürlich gut reden, ne? Jetzt hast du Ja, gut was reden. Jetzt denn? hattest du recht. Okay, Aber die. gut. Ja, da wird doch Zeit, dass wir auch mal einen Punkt geschenkt bekommen, ne? So. Hier, Dame D, Turm D4, Turm D4, Dame C1. Simple Kombination. Das ist Taktik, das Taktik, Problem. Taktik. Taktik wird einfach zu wenig trainiert. Das muss man einfach sagen. Taktik ist das Wichtigste überhaupt. Na gut. Dann haben wir Puh. jetzt eine Entscheidungspartie. Oh, es geht um die Wurst, bitte Lemon Curry. Ich habe vollstes Vertrauen. Zeig Phasos, wo die Schraube hängt. Okay, die beiden haben sich noch nicht herausgefordert, aber das können sie ja sicherlich gleich nachholen. Eigentlich war das eine gute Partie mit Schwarz, aber er war leider Das war viel eine ziemlich gute Partie von Bogenko, ja, von vorne bis hinten. zu Doch ein langsam. Fehler, ne? Ein Fehler. Wir haben es bei Heskeller auch gesehen. Eine Unachtsamkeit, eine Sache übersehen und es kann vorbei sein. Das ist Schach. Ja, Bitter Lemon Curry hat noch nicht angenommen, die Herausforderung, schreibt Phaseus. Ja, wir sind schwarz in dieser letzten Partie. Das ist eigentlich nicht fair, weil es sind 13 Partien. Und wir hatten einmal mehr Schwarz, möchte ich dazu sagen. Was? Wir hatten einmal mehr Schwarz. Ja, und? Ich möchte so sagen. Okay. Auf geht's. G6. Okay. Wie? Spielen die Solid. schon? Solid. Spielen die schon? Ja, sie spielen. Ja, wo bist du denn? Was machst du denn? Bewirbst du noch das Turnier oder wie? Königsindisch hier. Aber Phaseus im letzten Match, oh, ich weiß, das war auch eine ganz spannende Partie. Heute leider kein Blubber, denn wir haben keinen Gegner für Blubber gefunden. Fritzi war nicht Sub oder nicht, hatte keine Zeit, ich weiß es nicht. Also, 6 zu 6, Freunde, die entscheidende Partie. Wer diese gewinnt, gewinnt das Match und damit die Lorbeeren und alles, was dazu gehört. D5 vielleicht? Ist das zu too much? Kann man hier D5 machen? Nee. Das wäre extrem gewesen. H6. Alex sagt, mir gefallen die neuen Instagram-Stories von Chessens richtig stark. So stößt man immer mal wieder auf eine Taktikaufgabe. Das freut mich, Alex Dreier. Ja, da haben wir jemand Guten ins Boot geholt, der es richtig gut macht. Und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Freut mich, dass dir es aufgefallen ist. Also könnt gerne alle bei Instagram Chessens folgen. Kommt sehr viel interessanter Content. Du auch, TBG, natürlich. Bist herzlich eingeladen. Wozu? Chessens bei Instagram, sehr aktiv. Ja, gehe ich sofort rein gleich. Okay, gut. Ist ja alles klar. So, hier schöner Königsinder in der Art, könnte man sagen. Gut, Königsindisch, glaube ich, würde man es gar nicht mal nennen, aber. Ja, Springer H5 weiß ich nicht, weil wenn solange Weiß das Zentrum nicht abschließt, ist F5 ein strategischer Fehler, aber das ist okay. Er will Springer F4 spielen.
Sieht ein bisschen gekünstelt aus, um ehrlich zu sein, wenn jetzt zwei Läufe F1 macht. Ich Ja. weiß nicht, ob man das alles so halten kann. Vielleicht Läufer F1, Springer F4, König H2 und G3. Da muss der Springer vielleicht schon wieder abziehen. Ist Chessens eigentlich auch für Fortgeschrittene geeignet oder hauptsächlich für Anfänger? Also es geht bis zu einem Level von 2000 DWZ bzw. Elo, Julius, Us. Turm B1? Hat er gerade Turm B1 gespielt? Das ist einer dieser mysteriösen Turmzüge, würde ich sagen, oder? Nö, weiß ich nicht. B4, B5 finde ich gar nicht so doof. Aber ich hätte jetzt natürlich nicht Läufer F4 gemacht, denke ich. Ja. D4 hängt jetzt, ne? D4 hängt, man hat den Schwarzfeld den Läufer Ja, abgegeben und jetzt hängt das der kann doch Bauer nicht aber wahr sein. wirklich. Das kann doch nicht Der wahr kann sein. jetzt vernascht werden, dieser Bauer. Also, das ist ein bisschen zu offensichtlich. Bitte, Lemon Curry. Bitte. Das ist ein Der bisschen Bauer kann hart, oder? zweimal zu geschlagen werden. Das Echt, wird er jetzt ja. auch. Ja, man musste wohl D5 spielen, aber einfach nicht den Springer auf F4 schlagen. Der Läufer, der ist so wichtig in der Störung, die schwarzen Felder zu decken. Den braucht man. Den Okay, jetzt braucht droht man. auch gleich auf F2 geschlagen zu werden, wenn man einen Springer nimmt, Läufer nimmt, dann hängt F2. Und Schwarz hat auch noch das Läuferpaar. Ja, das ist erstmal ein guter Start. Wahrscheinlich sollte man Springer H2 oder sowas spielen. Er schlägt auf D4 und jetzt Turm E2 oder was ist seine Absicht? Oder Dame C2? Okay, Dame C2 deckt auch den Bauern auf F2. Ja, aber das kann Greift auch den ganz, Bauern auf das C7 ist an. ganz schnell vorbei sein. Gleich Springer G3, Dame G3 oder sowas. Das sind hier 2-2. Die stellen doch jetzt nicht einzügig die Figur ein. Aber einzügig einen Bauern einstellen auf D4, der dreimal angegriffen Ja, ist. das ist was anderes. Komm, Springer E3, Springer D5 probieren. Das ist. Läufer B6 gefällt mir, vernachlässigt natürlich ein bisschen den eigenen König, aber der Läufer steht wirklich extrem stark auf dieser Diagonale, ohne Gegenspieler. Läufer E6, guter Zug, verhindert Springer D5. Vielleicht sollte es Weiß trotzdem probieren, wobei die Störung mit ungleichfarbigen Läufern auch echt kein Zuckerschlecken ist. Und der hat weniger Zeit, ne? Das kommt auch noch hinzu. Ja, 20 Sekunden, das geht noch. König H7, A4. Okay, einfach mal A5 gegensetzen, da passiert nicht so viel, würde ich Nee. behaupten. Weil B5 Läufer C5 auch noch Aber kommt. A6 ist verkehrt, jetzt lässt Na, er jetzt es hängt zu, dass er auf C7, jetzt hängt C7 C7. reinkommt. Das Oder er ist ein nimmt Fehler. E3 weg. Oder Er er nimmt muss jetzt E3 weg. E3 wegnehmen. Er muss E3 wegnehmen und dann C6 spielen. Sonst verliert er den Bauern. Danke Ja. dir, Chefem, für die 10 Euro und das Kompliment. Danke für die lehrreichen Streams. Ja. Danke. Turm C8, auch ein guter Zug. Vielleicht C5 hier als Idee. Natürlich jetzt nicht optimal, dass man den starken Läufer abgegeben hat, aber immerhin behält Weiß diesen Dame Mehrbauern. E5, ne? Dame E5 und naja. Geht erstmal nicht weiter für Weiß. Ja, Okay. E5 wäre das optimale Feld für die Dame. Turm G3. Jetzt hat man nochmal die Gelegenheit, nach E5 zu ziehen. Weil es müsste eigentlich irgendwie F4 schaffen. Turm F1, F4, irgendwie sowas. Und hier, weil der König ist ein bisschen schwach von Schwarz. Bisschen Ja, aufgelockert. Er macht wenn er Turm F, F1, stark. ja, wenn er, oh, Dame G7. Puh. ja, F4, F4, komm, F5. F4. Jetzt wird's Gib aber. Gas. Ja, Ach du sicher. je. Das So? geht einfach nicht. Das geht einfach. Doch, es geht. Doch, das geht aber Ach, gerade das eben so, ja. tatsächlich. Puh. Das geht gerade so eben, ne? Gerade so. Gerade so Turm F5. Boah, aber der offene König. Okay, auf die Gefällt mir E-Linie nicht. irgendwie, ne? Auf die E-Linie. Dame E4 ist auch eine interessante Idee mit B7 Ja, angreifen. ich glaube, Weiß hat auf jeden Fall genug Kompensation hier für den geopferten Bauern, jetzt für den Minusbauern. Ja, Turm F8 einfach. König H2 scheint ein bisschen langsam zu Ja, sein. ja. Okay, das wird ein Nervenspiel, weil beide haben nicht so viel Zeit. Da kann er C6 spielen, das ist nicht so schlimm. Kann Turm F4 spielen hier, das wäre die Vereinfachung. Okay, C6, simpler. Turm C7 hängen, ne? Ja, ich dachte, man hat Turm F7 dann, aber es wäre schon ein bisschen hart gewesen. Ja, klar. Ja, okay, Weiß hat immer noch Chancen. G4, F5 ist nicht so leicht. Er muss irgendwie sowas in der Art probieren. Dame Ganz D4, ein sehr schöner Zug. Boah, der ist stark. Scheiße. Der ist stark. Rotturm schlägt F4 und die Dame ist super aktiv. Droht auch Aber gegen B4. Turm D3 geht vielleicht. Turm Na, Dame D3, Dame C. schlägt B4 vermutlich. Scheiße. Dame E2. Bis hier Ah, hängt. Dame E7.
Ja, aber dann kommt Dame E7 am Ende. Ja. Was mit G4? G4, Turm F4, Turm F4, Turm F4, Dame E7, das ist Ja, Dauerschlag, ne? er wird nicht schlagen auf F4. Aber Er wird nicht schlagen. Er muss es probieren, er muss es probieren. starker Zug G4, guter Versuch. Turm F7 muss sein. Ja, und dann F5 hinterher, muss man probieren, geht nichts anderes. Ja. F5 hinterher, komm. Ja, er muss Es irgendwie öffnen. er Er muss kann jetzt F5 nicht. spielen, es gibt nichts anderes. Er macht es, er macht es. Eieiei, 36 gegen 22. Uff. Okay, Man man wird kann. natürlich ein bisschen nervös mit Schwarz, wenn er G5 Wahrscheinlich macht. G5 sollte man machen, weil jetzt kommt Turm F5. Turm F5 wäre, glaube ich, um weiter zu Dame öffnen, wäre besser gewesen. E6, Dame E6, Turm Dame F6, E6, ne? Turm Ja, F6, Turm ja. F6 gibt es leider. Dame Es E6 ist. droht stark. Oh, Turm Nein, das E6, Gott Problem sei ist, er Dank. droht die Damen zu tauschen, wenn er jetzt hier nicht aufpasst. Das bringt nichts. Turm Okay, F7. Dame C8, Er nicht muss die die Damen Dame auf dem tauschen. Brett behalten. Dame E8. Nein. Dame E8 Ja, geht auch. egal. Ich dachte, Aber wenn jetzt ist die Schach, Schach, Dame Schach, weg. Schach, Schach. Die Dame, ah, nee, nicht ganz. Die Dame hat noch H5, gerade so. C8, A8, alle Nee, tausend Turm Felder hier. F8 meine ich. Dann kommt. Ach so, Quatsch, kann auch über E-Linie zurück. Dame F8, ein sehr gewiefter Zug, aber Dame E5, die Dame bleibt aktiv. Er hat wie viele Bauern weniger? Turm Dame G7 G1 ist hier? Turm G1. seltsam. Dame G7 ist sehr seltsam. Er läuft in die G-Linie rein. Voll Jetzt. reingelaufen. Aber es droht nichts, ne? Na, noch ist alles safe. Die Türme verteidigen natürlich alles, aber Turm G1 kann man trotzdem mal probieren. Macht er auch. Kann er Aber nicht Turm nehmen steht einfach? F5. Achso, er kann schlagen, einfach stimmt. Kann Er kann schlagen. einfach schlagen. Er kann einfach diesen Bauern schlagen. Nein, kann Macht er schlagen, auch. ja. Dame E6. Jetzt droht auf G6. Es ist heikel. Die Türme müssen hier ganz genau alles verteidigen. Dame E2. So, Schwarz hat drei Bauern mehr. Dame E7. Eieiei, das ist aber Turm C2. Naja, Ich habe Dame Angst, E4 Dame schafft. C. Oh, Hat er mach gesehen. diesen. Dame E4, Schafft. jetzt kommt er. Schwarz gewinnt. Noch nicht. Moment, es Turm ist noch lange F1, nicht König vorbei. Turm H2. F1, Turm F2. Dame E1. Oh, jetzt wird er nervös. Er wird nervös. Er geht Bring einfach zurück. Was Dame ist zurück. Turm G4? Keine Ahnung. Turm G4, ja, ist ein guter Versuch. Oh Gott, oh Gott, meine Nerven. Er sieht's nicht. Turm G8, auch nicht schlecht, aber macht nicht so viel. Na, hier gibt's Dame F4 Schach. Das Zwei nervt ihn. Sekunden, jetzt zieh, Junge! Turm F2. Dame. Ah, Dame. Ja, es geht, es geht, es geht. Dame G6, okay, jetzt Ach, tauscht er jetzt alles tauscht er die ab. Damen. Jetzt tauscht er alles ab. Scheiße. Zieh. Okay, komm, hol's nach Hause. Jetzt verlier dich auf Zeit. Ah, warum? Nein. Warum machst du es denn so spannend? Oh Gott. Das war jetzt nicht optimal, aber immer noch zwei Bauern mehr. Turm A2, Turm D6. Oh nein, jetzt stellt er. Oh Gott! Was macht er Oh denn da? Er Gott. stellt ja alles ein. Er stellt Jetzt ja. ist es Remis. Oh Gott, was macht er denn? Jetzt Er stellt den stellt alles H6 auch ein. noch Was bringt dann ein. alle Bauern Oh ein? Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt Remis, oder? Nein, Er er muss muss ab. Nein, er zurücklaufen. muss Ja, den er König läuft zurück. verstecken. Ja, König G2, ja, bitte. das war's. Aber er hat alles eingestellt, ne? König Er hat H2. alle Bauern eingestellt. Es war überhaupt Ey, kein nein, Lot. nicht H7. Obwohl, Na, es ist der, doch was hat denn? egal. Der Es ist Turm doch. muss ziehen jetzt. Ja, der Turm Ja. muss ziehen. Ja, es ist doch vollkommen egal. Ah. Wieso hat er denn alle Bauern eingestellt? Weiß ich auch nicht. Vollkommen ist er in Panik verfallen. Es war ja alles, die Bauern waren ja alle safe, die haben sich alle gegenseitig gedeckt. Er musste nur den Bauern die Basis decken. Nur den Bauern, nur die Basis decken. Einfach hier wieder Turm F7 zurück, dann Turm hinter die Bauern stellen, König ranbringen. Man hat drei Bauern mehr. Ne? Also, da wird bitte Lemon Curry enttäuscht sein, weil es war eigentlich eine gute Partie von vorne bis hinten. Und sehr glücklich für Fasos hier, das Remis noch zu holen. Also am Ende, das war schon krass, wie er die Bauern eingestellt hat. Da haben wir ein bisschen Glück Das gehabt. war ein Da haben wir ein bisschen Meltdown. Glück gehabt. Auch hier mit den zwei Bauern ist natürlich jetzt schon ein bisschen trickreicher, das zu gewinnen, aber man kann Schach geben. Ja, ist schon trickreicher jetzt mit den zwei vereinzelten Bauern. Aber. Das einzige Remis, ey, das einzige Remis im ganzen Sub-Battle. Ich glaube, dieses Sub-Battle hat keinen Sieger verdient. Ich glaube, da hast du echt recht, ey. Da hast du echt so viel eingestellt heute. So viel eingestellt. Aber Oh. das Finale, das war jetzt wirklich schade, weil Bitter Lemon Curry eigentlich alles richtig gemacht, auch die Nerven so lange behalten und dann kurz vor dem Ziel, vor der Ja, Ziellinie, ja, ja. hat er die Nerven oder ich weiß nicht genau. Also, Ja, aber der Witz ist, der hat da eigentlich genug Zeit, ne, Ja. ja, gut, das heißt genug, ne? So viel hat er jetzt auch nicht, aber
Man muss ja jetzt nichts mehr viel, man muss ja nichts mehr machen. Ne? Das ist es ja. Also man kann einfach die Bauern nach vorne schieben, von hinten alles decken und es passiert nichts. Und dann, ja, dann ist irgendwie ist er auf den falschen Pfad gekommen. Ja, das ist schon erstaunlich, ne? Aber heute war unglaublich. Also vom Verlauf her eigentlich der verrückteste Subbattle aller Zeiten irgendwie. Das stimmt, das stimmt. Also 5-1 für euch, dann 6-5 für uns, dann Burgenko mit einer Riesenstellung gegen Roland kann den Sack zumachen und dann diese letzte Ja, ich Partie sag von doch, Jan. das Unentschieden, Ja. das ist hier, es ist Ja. im Endeffekt, das ist ein faires Ergebnis. Ja, das stimmt. Das Match heute gibt keinen Sieger. Die Das ist Zuschauer haben heute gewonnen, Noah, du sagst es, die Zuschauer haben gewonnen. Es gab wieder Drama, es gab reichlich Drama. ja, Flossen gegen Haskeller war. Nee, nee, warte mal. Chess Striker gegen Chess Fischerstechen. Striker, Das waren Fischstecher, die drei Springer, ne? Der Springer, wo alles das war der geschlagen wurde. Springer, Ja. der tödliche Springer. Der Springer für die Unglaublich. Ewigkeit. Das war unglaublich. Die Partie war unfassbar. Der Ja. Monsterspringer dreht das Sub-Battle. So war's, so war's. Alles klar. Beide eine Strafe wird hier vorgeschlagen. Ja, CSD. Ich glaube nicht. Wir haben beide eine Belohnung verdient, würde ich sagen. Ja, Freunde, über 1100 Zuschauer immer noch. Cool, dass ihr alle am Start seid hier. Hat wieder viel Spaß gemacht. Es war wild, es war intensiv. Aber dafür sind die Sub-Battles bekannt, ne? Für Drama, für Action, für Spannung, für Schach, Genialitäten und Einsteller. Und danke an Georgios für meinen Co-Host, natürlich wieder Co-Kommentator, für ein weiteres Festival, ein weiteres Fest für die ganze Familie. Niklas, okay. Danke für deine Das nette hast von mir, Ansprache. das hast von mir, das ist okay. Ich verstehe. So, Pass auf, so nutze ich das pass auf. also, um jemanden abzuwürgen, ja? Okay. Pass auf, Ja, pass auf, gut pass zu auf, pass auf. wissen. Danke dir, mein Lieber. War eine Freude, war ein Fest, genau wie gestern. Werden wir bald wiederholen. Wir sehen Gut. uns ja sowieso demnächst im Oktober in Berlin. Und Ja, auf jeden Fall. nächstes Sub-Battle, denke ich mal. In 5, 6 Wochen oder so. Auf jeden Fall noch dieses Jahr Genau. ein. Ne? Ja, na klar, da kommt noch ein Weihnachts-Sub-Battle, kommt noch ein Silvester-Sub-Battle. Jetzt dreht er schon komplett am Rad. Kommt noch so einiges. Okay, Absolut. alles Alles klar, dann wünsche ich klar. dir einen schönen Abend, ne? Du machst vermutlich Ciao. jetzt auch Schluss, nehme ich an, oder? Ja. Ich Alles klar. Wir Gut, können ja den dann. gleichen raiden. Wen können wir denn raiden? Wer ist denn am Start hier? Warum sollen wir denselben raiden? Das ist doch. Hast recht. Können. Du kannst Dr. Berger raiden, ich kann Goonies World raiden. Passt schon. Alles klar, machen wir so. Okay, Mach's dann. gut. Yo. Niklas, Ciao, ciao. Großmeister. Tschüss, Ciao. tschüss. So, Freunde, ihr wollt noch ein Finale sehen zwischen TPG und mir, aber ja, man muss ja nicht immer. Man muss ja nicht immer hier eine Entscheidung erzwingen. Und ich finde, das Unentschieden geht jetzt auch in Ordnung. Natürlich, also. Man muss es ja schon klar so sagen. Wir hatten die fetten Chancen in der Rückrunde vor allem, ne? Den Sack zuzumachen mit Heskeller, mit Fischer stechen. Gut, Grille stand auch Verlust, aber auch Sokrates stand klar besser. Und natürlich am Ende jetzt bitter Lemon Curry. Schade, aber nun gut. Zumindest nicht verloren. Und ich glaube in der Gesamtstatistik sind wir immer noch weit vorne. Insofern. Alles easy, alles easy. So, dann raiden wir jetzt mal den guten Steve wahrscheinlich, oder? Mal sehen, wer ist denn noch hier so am Start? Der Nacker. Hikaru. Ja, Gunny. Aber der wird. Ja gut, raiden wir den Steve. Der macht gerade die Road to Rapid Top 20. Huiuiui. Rapid Top 20 will der Dr. Berger erreichen. Alles klar, ja, okay. Dann könnt ihr ihm gerne dabei zuschauen, wenn ihr noch Bock habt auf Schach. Könnt ihr gerne bei Steve vorbeischauen, liebe Freunde von Twitch. Und ansonsten, ja, ist gerade erstmal Streampause, muss ich leider euch mitteilen, für 3 Wochen. Ich weiß, ganz schönes Brett, aber ich bin eine Woche auf Sizilien im Urlaub und dann ist die polnische Liga. Und ja, bin ich erstmal weg, ne? Was soll man machen? Was soll man machen? Also, nächster Stream ist am 12.10. Dienstag, 12.10.
Und aber natürlich kommen gewohnt Videos auf dem Kanal. Das ist klar. Und noch einige Analysen auch von der EM. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao von für alle von Twitch schon mal. Okay, Doke. Okay, Doke. Und Steve mit der Kippe in der Hand. Man kennt ihn. Man kennt ihn. So. Ja, 3 Wochen Santa Claus. Du hast das richtig verstanden. Manchmal muss man auch mal Pause machen, ne? Ja, hat sich jetzt einfach so ergeben. Es war jetzt nicht so geplant. Aber es ist, wie es ist, ne? Genau. Ich werde im Urlaub sein in Sizilien, dann polnische Liga und dann am 12. zeige ich euch ein paar hoffentlich gute Partien von der polnischen Liga, wo ich den nächsten Schritt Richtung Top 100 vornehmen möchte. Okay, dann macht's gut, Freunde von YouTube. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch interessant und lehrreich und wir sehen uns.